I want to become good. So I have to do it on my own. Ach, guck mal, Meister Lawrence hat jetzt tatsächlich funktioniert. Das ist ja cool. Das ist so cool auf unserem Server. Das kannst du nicht verhindern. Oh, ich kann einiges verhindern. Ich hab gestern offline gespielt. So, what's the point? Das ist so lustig. Ah, ich sehe gerade, Andy hat neue Kanäle gemacht. Anime Media, ja. Anime Media und noch zwei neue Sprachchannel. Ja, das ist auch gar nicht mal schlecht, weil es sind echt ein bisschen wenige, sagen wir es mal so. Ich meine, vielleicht für so viele Leute, ihr habt es ja gesprengt einfach. Ja, also wir haben auch nicht, ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet, dass jetzt so viele kommen, to be honest. Ja, wir dachten so, ja, so 20 Leute oder so. So eine Handvoll Peoples, aber wir haben jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass so ein Anmarsch kommt. Deswegen, Wie Ameisen auf so ein kleines, armes Stück Zucker. Ich war ja gestern drüben mit Andy im Voice Chat. Ich habe mit denen erstmal wunderschön Cards Against Humanity gespielt. Nice. Hey, warte, also, spielt. Shadow Lawrence hat gepostet. Habe ich gerade gesagt. Hat er gerade gesagt. Möchtest du die Quest annehmen? Yes. I want. Kann ich das kopieren? Nani? Can I copy that though? Ich sehe in dieser Rüstung immer noch fett aus. Du. Ja, das, du meinst immer fett aus. Nee, ohne Scheiß, das riecht mich so auf. Ich sehe in dieser Rüstung voll fett aus. Das nervt mich. Ich sehe aus, als hätte ich voll die Pausbäckchen. No. Oh shit, ich habe vergessen zu essen. Essen. Hi Kishiroto, hi Alufe, hi. Gib mir Fleisch. Hi an alle. Sammel nicht Katze, gib mir Fleisch. Okay. Fuck. Entschuldigung. Möchtest du die Quest? Ja, möchte ich. Let's go. Transform. Kann ich das kopieren, bitte? Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt, was für ein Vieh soll ich eigentlich klatschen? Oh, ich habe noch eine halbe Stunde, dann muss ich gleich los. Kleiner, aber ja. Okay, also später haben die Viecher auch bessere Musik, ja gut. Ich meine, sonst mache ich irgendwann den Sound aus und mache meine eigene Playlist an. Gibt's Déjà-vu im Hintergrund, während ich Monster prügel. Oh, das habe ich mir schon fast gedacht, scheiße. Okay. Und Alex dabbt sich mit einem Pikachu mit einem rausgerissenen Herzen in den Chat, das ist interessant. Pikachu. Pikachu! Hallo Alex, hallo Elif! Hallöchen. Man muss ja beiden Hallo sagen. Muss man? Ich ja. Sonst wirst du zerstört, oder was? Du kannst ja kapieren. Elif hat festgelegt, dass ich jetzt ihre Tante bin. Not this shit again. Ey, Angel ist nur meine Mutter. Beschütze die Forscher, okay. Oh, geil, eine Beschützquest. Ja, ich habe damit was Tollem angefangen heute. Ich möchte da jetzt raus und diesen neuen Hinweis sehen. Kishiroto, du kannst mir das zweite Kapitel ruhig schicken, aber ich werde das jetzt gerade nicht lesen und vielleicht am Wochenende auch nicht, weil da bin ich nämlich gar nicht da. Da bin ich nämlich on travel. Oh, das Zeug. Was? Steck einfach alles in irgendeine Tasche, mein Dude. Anders als die im uralten Wald. Ja. Wenn du denkst, die Spülmaschine ist voll, aber dann kommt Mama und packt noch drei Tassen, die Teller und einen kleinen Transporter rein. Ein Transformer. I'm fine. Schon alles soweit fertig gemacht für heute. Ja, hier Angelrute und Netz. Ja, Tatsache, hab ich. Das Wasser versickert im Sand. Scroll mal durch die Erde und benutze das Netz. Warum soll ich jetzt das Netz benutzen? What the fuck? Ich meine, okay. If you want so. Ups. Kraut. Jetzt komm schon, meine liebe Wildexpertin. Leg dich ins Zeug. Kann ich jetzt mit dem... Oh. Oh.
Ah, okay. Verstehe. Okay, aber ich bleib lieber erstmal bei den Dudes hier. Sicher ist sicher. Ich habe so das Gefühl, gleich kommt wieder irgend so ein Kaiju und haut die alle um. Insekt an. Ist das eine Art Käfer? Egal, was es ist, jetzt packe ich es in meine Tasche. Widerstandsfähig. Sie haben sich hervorragend an die Trockenheit angepasst. Das Zeug. Die Pflanzen haben gelernt zu überleben. Die Früchte hier haben eine harte Schale. Wo auch immer ich immer die Spitzhacke hernehme. Ich hätte mal eine allgemeine Frage. Yes. Wie ist das bei dem Spiel mit, also Spoiler nehme ich mal an, nicht, aber wie sieht es aus bei dir mit Hilfen und Backseat Gaming? Backseat Gaming, ja, brauche ich eigentlich auch, möchte ich eigentlich auch nicht unbedingt, es sei denn, es ist irgendwo wirklich nötig. Und Spoiler, fuck off. Ich meine, Spoiler generell, weg. Okay, ja, also, nee, nur für den Fall der Fälle, dass ich hier mal Rechtsklick machen muss, ne? Ja. Also, ne? Ja, weil ich verstehe ja, das Grobe verstehe ich ja schon hier in dem Spiel und, wow, komme ich gerade nur mega langsam bewegen. Aber wie gesagt, es ist halt das erste Monster Hunter bei mir seit Jahren, also, ja, ne? Makes sense, right? Spoiler, ich muss Drachen besiegen. Spoiler, ich muss Monster besiegen. Wo wir von Kaiju sprechen. Hast du das gehört? Spoiler, ich bin dafür, dass wir den Drachen geworden sind. Seid vorsichtig. Kannst du mal vorausgehen, Partner? Kannst du mal vorausgehen, ja. Geh mal dahin. Oh, fucking great. Ein Drache. Ein Raffian. Okay, cool. Wie wäre es denn, wenn ihr aufhört, dieses Ding zu schieben? Los, los, los! Durch da! Vielleicht kannst du mit deiner Schleuder ja etwas Lärm machen, um sie abzulenken. Ey, Anna June, was ist dein Ernst? Da, guck mal, Feuer! Ihr Drachen mögt doch den Scheiß. Hi! Okay. Juno, ich komme. Krieg dich ein, ich muss gleich raus. Husch. Wo sind denn die jetzt hin? Hey, bitte, leck mich doch ab. So. Oh fuck. Puh, das war furchtbar knapp. Sind wir jetzt zurückgerannt? Looks die like Hölle it. Die Hölle selbst kann nicht wütend. If you stand prep. Nun. Eigentlich wie eine beliebige Ratian. Ach, meine Güte, ich meine, ich hätte mich auch mit einem Drachen prügeln können. Man hat mir schon einen T-Rex entgegengeschmissen, also. Du kannst mir nicht zufällig eine Probe besorgen, oder? Ja. Warte, willst du? Ich bin froh, wenn das eine Escort-Mission wird, wo ich nicht escorten muss. Du willst keine Ashley haben? Wenn sie die Fresse hält? Help me, Leon! Shut the fuck up! Alter! Leon! Ich schwöre dir, Keks, I will fucking uninstall your life. Das ist so, besonders das Ding ist gerade so richtig kackenlaut. Also ich finde das gerade selber schlimm. Guck mal, der Dino-Trupp sieht das genauso. Pflanzenfresser, die hier leben. Moment mal, warum rennen sie weg? Die sehen verängstigt aus. Siehst du? Ja, ich bin in der Nähe. Gehen sie in Verteidigungsstellung. Verteidigungsmodus. Es könnte auch für uns eine
Gefahr darstellen. Wir müssen vorsichtig sein. Oh, endlich! Ich dachte schon, wir würden nie ankommen. Sieh nur! Grandios! Wie gewaltig! Was für ein tolles Exemplar! Was bringt eigentlich hier, wenn ich so diese Fußspuren... Da füllt sich ja so ein Balken auf. Was hat das damit genau auf sich? Da füllt sich ja so eine... Ich nenne sie mal jetzt Erfahrungs... Ja, schieb mich ruhig weg, ist okay. Stufe erhöht. Was hat das genau zu bedeuten? Also was bringt mir das? Das ist ja mit Monster auf der Karte. Ah, okay. Das muss ich also quasi nur einmal machen und dann kann ich die auf der Karte sehen, sobald das voll ist. Komisch, in der Position sehe ich weniger fett aus. Ah, okay. Ich bin ein plüschiger Teddybär. Wenn hier wer fett ist, dann bin das ich. Ja, don't mess with me. Don't mess with me. Mensch, Leute, lass uns doch ihn nochmal selber rausfinden da. Hä? Unterstützt uns erst. Das habe ich ja gerade gefragt, was das damit auf sich hat. Deswegen antworten die Leute ja. Das ist ja vollkommen richtig. Ja, ich finde es nur. Tut mir leid, habe ich das gerade nicht mitbekommen, aber ich fand das gerade ein bisschen befremdlich, dass der gesamte Chat echt nur mit Tipps und Hinweisen und allen möglichen voll ist. Ach du Scheiße. Enjoy doch einfach mal. Ich habe gefragt, wozu das gut ist, und die Leute haben mir geantwortet. It's fine. Ja, wie gesagt, das ist fine, aber ich meine im Allgemeinen. Das sind komische, hässliche Viecher. Hammerhead Rock! Oh ja, der Stein wird's helfen. Eat lead, motherfucker. Wieso ist mein Typ in der Cutscene so ein absoluter Badass? Aber in-game ist er die totale Lusche. Das ist eine Cutscene. Das ist das Problem. Weißt du, so snipe ich ihm eine fucking Nuss an Schädel. Ich glaube, das ist wie Cutscene Bullets. Ja, doch. Das ist einfach alles irgendwie anders. Ach du Scheiße. Genau. Ich bin eben ganz kurz unten, Leute. Ich bin aber gleich wieder da. Mhm. Yikes. Alter, ist das Ding... Hat das Ding überall Rüstung? Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut, wenn ich schon mal dabei bin. Ja, geil. Es hat mich angeguckt. Gut, Juice. What the? Ich kann dem Ding keinen Schaden zufügen. Das Ding hat überall Rüstung. Außer am Arsch. Na, immerhin gehen die Angriffe durch. Ja, Mann! Fuck. Schwachstelle ist der Butt. Ein bisschen auch der Kopf. Einmal ein bisschen. Ih, was seid ihr denn? Da kommt das nicht. Tut mir leid. Vor allem dieser Mega-Kopf, den das Ding hat, das ist nicht. Ooh.
I got dick slapped. Schon? Ja. Ich bin schon raus, ich gehe jetzt Leute verhauen. Okay. Viel Spaß dabei. Ja, wir trainieren heute bis 20 Uhr. Ach so. Ich gehe jetzt Leute hauen. Tu das. Viel Spaß dir. Okay, das Ding ist... Oh, fuck. I'm stunned. Komm schon. Get yourself together. Oh, du entkommst mir nicht. Du übergroßer Knödel, entkommst mir nicht. Oh no! Noch Stater, danke dir fürs Follow. Oh, Kraut, perfekt. Dass hier so viel von dem Zeug gibt. Da ist er. Ihr habt nicht vor, mich anzugreifen, oder? Oh, warte mal. Oh, warte. Vielleicht. Oder ist es da soweit? Nein. Ah, fuck. Ich dachte, ich kriege einen Sneak Attack rein. Perfekt. Yes! Cut him! Langsam krieg ich den Dreh raus mit dieser Waffe. Jetzt, wo ich weiß, wie dieser Move geht. Dass mein Typ immer direkt eine Mittelohrentzündung kriegt, das ist immer ein bisschen unpraktisch. Kann ich sehen. Ah! Bad idea. Oh mein Gott, Sunder. Save my life. Ja, fuck it. Oh shit. Sunder just saved my fucking life once again. Okay, dann. Gut, dann hau ab. Okay. Status soweit okay. Gleich vor den Dings nochmal schärfen. Das war eine schlechte Idee. Das Ding hat mich schon gesehen. Wuff, wuff, wuff. Ja. Ja. Hoppa. Ist das... Hat das Ding überall fucking Rüstung oder... Fuck! I try! Oh fuck! Den wollte ich nicht benutzen. Bitte euch, dass du... Ja, jetzt brauchst du es auch nicht mehr! Alter! Get fucked! Oder ich. Ist auch okay. Du Vieh, du. Na komm. Gib mir kurz eine Sekunde. Ja, ruhig. Ist okay. I end your suffering. Oder auch nicht, weil all deine Körperstellen undurchdringbar sind. Zumindest Bein. Alter. Du willst dich echt mit mir anlegen, kann das? Du willst echt Zanke. Alter. Fickvieh.
Schärfe deiner Waffe wäre grün, wodurch kannst du nur am Kopf abprallen. Wunderbar. Bleib stehen, du Mistvieh. Ich hab nicht mehr endlich Ausdauer. Geht doch. Nostrader, danke dir fürs Followen. Warst du nicht. Nee, Nostrader. Oh, ich gebe zweimal? Okay. Ja. Get fucked. Oh, and fuck you. No damage. Drink. Take it so. Oh, oh God! Oh, come on, wirklich? Oh, no! Toffee Panda, danke dir fürs Follow. Oh, get fucked. Oh, wirklich? Du hast mich aus der Luft gezimmert, du Mistvieh. Hab ich ihm den Schwanz abgeschnitten? Ich hab ihm Horn abgedroschen. This is mine. Oh, yes. Versuch mal beim Rutschen Dreieck anzugreifen. Luftangriffe. Okay. I try. Also beim Rutschen, du meinst hier, wenn ich hier irgendwo runterrutsche. Oh! Uppercut! Alter, du Vieh, du. Kann ich das auch? Nee, das geht nur so. Okay. Da ist er. So, diesmal, bevor er uns bemerkt. Yeah. Let's rock. Most literally. Es humpelt. Das Mistvieh humpelt. You're gonna die, bitch. You're going to jail. You're going to jail. Sofern ich laufen kann und angreifen kann gleichzeitig. Und du nicht vor mir weghumpelst. You're going to jail. Alter. Ich würde, wenn ich genug Ausdauer hätte, ne? Oh, oh, you're gonna die. You can't. Ouch. Fuck. Much. Yes, gotcha! Ich piekst dich! Gib auf! Gib
endlich auf! Gib auf, Mann! Rip off! Oh, shit. Hat mein Katzenkumpel ein fucking Gummiboot? I'm dead. I'm good as dead. Oh, snap. Es ist böse und wütend. Ich hab seine Dino-Ärmchen! Ja, jetzt nicht Mittelohrentzündung haben, bitte. Fuck. Shit. Sicher, sicher. Och ja, komm, brüll weiter. Jop. Ja, geil, ich bin an Matsch ausgerutscht. Hätten wir die Decency zu sterben? Ja, da habe ich gedacht, ich kriege vielleicht meine ganze Combo noch durch. Nobody. Das kann doch nicht wahr sein mit dir. Ich rutsch da auch noch genau rein, ich Depp. Oh, thanks for the heal. Mein guter Katzenball. Du hast eben schon gehumpelt. Jetzt sag mir nicht, das Ding hat sich dadurch erholt. Shit. Ach geil. Ach geil, so ein durchgeknallter Frosch. Das ist ja funny. Aber er auch. Haha! Haha, that's what you get! Ja, ich würde dich gern ausnehmen noch, bevor du wegsickerst. Ah, yes. Einmal dein Skalp. Einmal dein Panzer. Nochmal dein Schwanz. Aggressiver Fisch. Nein, 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 nein. Hör auf! Pack das Ding jetzt weg und nimm die Fische aus. Komm, ich war doch am Ausnehmen. Das kannst du mir wenigstens noch geben lassen. Ich sehe immer noch fett in dieser Rüstung aus. Oh, hey! Gut, du bist zurück.
Gut, deine Lippen sind groß immer noch nicht da. Ich habe ein sicheres Versteck für die Gelehrten gefunden. Ich werde sie mal wieder einsammeln. Warte im Lager auf uns. Ich brauche dringend eine Rüstung, wo ich nicht so fett drin aussehe. Hey du, gehörst du zur 5. Flotte? Dann ist schon wieder eine Ältestenwanderung im Gange. Die Jahre vergehen schneller, als ich sie zählen kann. Hat dann Stärke. Ich bin auch ein mit ihrer Stärke. Ah, so. Es ist also quasi so ein Level-System. Dürfte ich dich bitten, mir deine Geschichte zu erzählen? Plot. Du willst, dass ich dir Plot erzähle. Ich glaube, irgendwann stelle ich einfach mal auf Monster Hunter Sprache um, einfach weil ich wissen will, wie es klingt. Also, meinen alten Freunden geht's gut. Ein Glück. Ah, ein Elfe. Scheint, die guten Gelehrten sind unverbesserlich wie eh und je. Wenn ich fragen darf, verfolgst du das Monster, das diese Spuren hinterlassen hat? Ich ebenso. Es scheint so einfach. Der Spur folgen, die Wahrheit herausfinden. Monster klatschen. Nun, es war mir eine Freude. Mein Lager ist ganz in der Nähe. Es wird dir und den anderen sicherlich eine Hilfe sein. Bitte richte dem Kommandanten aus, dass ich in Sicherheit bin. Okay, Frobo. Aber eine Macht drängt mich voran und ich will sehen, wohin sie mich führt. Geht klar, Frobo, mache ich. Falls du auch diesen Drang verspürst, werden sich unsere Wege wieder kreuzen, wenn das alles hier endet. Wie darf ich mir Monster Hunter Sprache vorstellen? Ist es wie Leiledianisch? Das ist irgendwie nur alle... Oder ist es eine tatsächliche Sprache? Wer war das denn bitte? Und deswegen hasse ich Silent Protagonists. Jetzt no shit. Deswegen hasse ich stille Protagonisten. Einfach auf eine offene Frage. Wer war das? Antwortest du mit einem dummen Nicken. Deswegen hasse ich stille Protagonisten. Meine Güte. Weißt du, da hast 10.000 Stimmen zur Auswahl, während du von Monstern vergewaltigt wirst, aber auf eine simple Frage, da haben sie keinen Voice Act dafür. Der Link spricht auch nicht, das heißt noch lange nicht, dass es ihn gut macht. Das ist, um genau zu sein, sogar ein der größten Kritiken, den ich an Breath of the Wild immer lese. Ja, man kritisiert Breath of the Wild, man mag es kaum glauben. Aber was ich immer da lese, ist, dass Link, sag ich jetzt mal, A, er spricht nicht, B, er gibt null Emotionen für irgendeinen Shit, das um ihn herum passiert, was eigentlich mehr merkwürdig ist als cool. Gut, dich zu sehen. Deswegen, ich bin kein Freund von stillen Protagonisten. Meistens ist es einfach nur merkwürdig. Okay. Yay! Dich sofort zur Wildturmödnis. Anmeldebonus. Auch wenn ich einfach einen Energy Drink. Geil. Shit for free. I love shit for free. Jetzt muss ich schon stürmen, bis ihr mit Weise. Ich spoiler, ich hab's ja selber nicht gespielt. Aber das ist das größte Kriterium, was ich jedes Mal in Breath of the Wild lese. Dass Link nicht noch uninteressanter sein könnte, als er ohnehin schon ist. So, warte mal. Ich guck mal, ob ich jetzt... Eisenkatana 2. Kann ich da jetzt... Ja, ich könnte mir Eisenkatana 3 machen. Oder wenn ich mehr von diesen Schuppen hätte, könnte ich erster Tanz machen. Ich meine, ich kann Sachen ja wieder zurückbilden, ne?
Wobei ich hier schon einiges für hab. Allerdings klingt das um einiges cooler, to be honest. Was ist denn eigentlich diese Affinität? Affinität heißt das, ne? Was ist das genau? Zeig mal Infos. Achso, das sind meine Effekte. Ich dachte, das kann man nicht irgendwo Vorschau. Aha. Wie heißt die Hauptfigur aus Monster Hunter World? Monster Hunter Typ. Das ist es ja. Die Hauptfigur ist einfach ein Typ. Ist einfach da. He just exists. Jetzt ist natürlich die Frage. Kuluyaku-Schuppe. Welche... War das unser Steinfreund? Affinität ist ein Bonusfaktor zu critten. Du hast von Haus aus eine Crit-Chance. Affinität erhöht die nur. Ergo, wenn ich mir das hole... Also wenn ich noch warte... Bis ich mir hier diese... Kuluyaku... Das waren doch diese... Das ist der Kackvogel, ja! Ergo, wenn ich davon noch zwei Schuppen habe, könnte ich mir Erster Tanz holen, was genauso stark ist, aber eine höhere Crit-Chance hat. Das klingt sogar gar nicht mal schlecht und ich mag Crits. Und es rottet diese Vögel aus. Das heißt, ich könnte auf vier Expedition gehen und da mal gucken. So, die Dinger hier möchte ich nämlich auch mal aufleveln. Eisenerz ist ja jetzt noch nicht so selten. Weil die Dinger möchte ich eigentlich auch mal verwenden. Um genau zu sein, komm, für die Expedition nehmen wir die sogar mal mit. Oh, shit. Wir könnten uns auch die hier schon machen. Und da bräuchten wir genau dasselbe für. Nee, aber wenn, dann will ich das Katana. Weil damit fange ich mich langsam an anzufreunden. Knochenbaum. Achso, das ist hier... wieder das. Nani? Den Vogel, den will ich so abschlachten. Das sage ich euch. Der ist so fällig. Ja, aber wisst ihr was? Wir rennen jetzt mal mit den Zwillingsdolchen rum. Wir gehen mal auf Expedition. Hello there, fellow Hunter. Moin. Und vielen Dank für die Bits. Und dann... will ich nämlich mal gucken. Ja, das haben wir ja jetzt. Jetzt möchte ich aber mal gucken, was ich an Rüstung noch so Schönes herstellen kann. Ach du Scheiße, da ist ja noch mehr Zeug. Ach du Scheiße. Warte mal, das... Dafür fehlt mir ein alter Knochen. Das wäre aber so cool. Oh. Oh. Oh, that's beefy. I like it. Dafür muss ich aber mehr von den Dingern klatschen. Ne, wisst ihr was? Wir gehen auf Expedition. Come on. Let's do this. Einfach so auf Expedition gehen. Einfach mal diese Schwerter ausprobieren und dann kurz ein bisschen Zeug grinden. Because why not? Siehst du aus wie... Siehst du noch fetter aus? Och ja, komm! Jetzt bin ich beleidigt. Gut, dich zu sehen. Viel Glück. Cool, nice. So, zu einer Expedition aufbrechen. Ach, guck mal, hier könnten wir jetzt auch schlicht und ergreifend Expedition machen. Wäre vielleicht auch gar nicht mal so doof. Ich meine, jetzt wo das hier neu ist. Aber nee, ich will hier hin. Gehen wir mal hier. Da sind auch noch ein paar Vorräte, die wir plündern können zur Not. Ist das jetzt unser neues Ziel? Nicht mehr edgelordig aussehen, sondern einfach nur thick. Auch ein zweites Mal, Mann. Ah. Ja gut, könnte ich natürlich auch. Guter Punkt. Mission einfach nochmal machen. Ja gut, na gut. Den Aspekt habe ich jetzt noch nicht bedacht. Na, wir gehen jetzt einfach mal auf Expedition. Wir haben uns das letzte Mal hier nicht richtig umgeguckt, finde ich.
Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie man überhaupt joinen könnte. Also von daher. Sorry. Ich weiß ja nicht mal, wie das funktioniert. Also von daher. Es wäre ja cool, ne? Sind dann alle unter Sidequests. Ah. Meint, wir können es versuchen. We can try. So wieder da. Wäbä. Ihr müsst mir nur sagen, wie das funktioniert. Weil ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir können Expeditionen nicht nachjoinen, dafür muss man erstmal eine Quest machen. Ah, okay, gut. Soll ich dir den Unterschied zwischen Farm erklären, zwischen Expeditionen? Für mich, ich gehe jetzt hier raus, werde jetzt Monster klatschen. So wie ich mich kenne. Und dann greife ich jetzt hier mal alles ab, was ich hier finden kann. Man kann Expeditionen nachjoinen, okay? Like I said, I have no idea how. Ich habe einfach mal so eine Kröte getreten, ja. Das klang nice. Sünde, die arme Kröte. Das war eine Lehmkröte, die hat mich das letzte Mal vollkommen paralysiert. Fuck. Drück mal die L1-Taste. Yes. I do. Wow. Ach, du Scheiße. Aha. Dann kommen wir in Option drückst. Let's check this out. Hier, bitte andere Spieler um Hilfe? Möchtest du ein Nutzer? Passwortgeschützt können auch ohne Passwort beitreten. Ich würde ja gern Passwort machen, aber ich denke mal, ne? Jetzt weiß ich, wie ich schnell schleifen kann. Ah. Hallo? Hallo und guten Tag zu Hause. Wir sind typisch Andy. Schalten dich mal auf dieses. Ein Lied über John C. Wisst ihr und ich wundere mich manchmal, warum meine Videos nicht mehr monetarisiert werden. He is the reason, but it's still fun though. I like. Was hattet ihr? Was? Ist etwas hilfreicher bei Tränken schleifen. Ah, ich hab da so Spaß dran. Ja, ich merke. Einfach mal jedes Mal so ein neues Intro zu machen. Ich hab mich schon gewundert. How long can he keep this up? Oh shit. Erze. I like Erze. Ist das schön. Aber das mache ich sogar privat ab und zu mal, wenn einfach irgendeiner nur Hallo sagt oder so. Dann fange ich meistens meinen Satz wirklich so an. Hallo und guten Tag zu Hause. Sind das nicht die Ärzte eigentlich? Das sind die Ärzte. Keiner weiß mehr, wo es herkommt, außer die Leute, die damals schon Musik gehört haben. Ja, ich weiß ja nicht, deine Community ist ja doch jetzt auch schon wieder ein bisschen älter. Vielleicht kennst du ja die Ärzte, aber die meisten Leute, die ich mit Hallo, guten Tag zu Hause begrüße, die wissen nicht, wo das herkommt. Die denken sich einfach nur, was ein Scheiß, warum singt der so ein Scheiß? Wow. Ich dir anfangs des Spiels empfehlen kann, ist Kestodon Armshots. Okay. Ach, jetzt benutzt er die Dual Flurry. Ja, ich wollte mal was anderes ausprobieren. Ich meine, das Katana ist immer noch super cool. Aber ich muss mal gucken. Ich muss mal ein bisschen was ausprobieren. By the way, Vivi. Hm? Hast du schon mal wieder auf den Fanserver geguckt? Ich habe mal ein bisschen umdekoriert.
Ich habe eigentlich von der Sekunde. Darf ich dir in Discord eine schnelle Anleitung geben, wie du ganz einfach eine passwortgeschützte Lobby für. Muss ich dafür jetzt aus dieser Expedition dann raus oder geht das währenddessen? Sag mal, bist du auf unserem Server, Cheryl? Wenn, dann würde das die ganze Sache ja nochmal erleichtern. Ja, da muss er dir aber einen Friend-Request senden, weil du sie ja ausgemacht hast, dass dich Leute, die nur einen Server mit Details anschreiben können. Ja, aber er kann ja in dem Server schreiben und dann muss ich da nur reingucken. Benutze dafür doch den tollen Game Talk Channel, den ich gerade angelegt habe. Ja, und privat antälen möchte ich dann wiederum nicht. Das, deswegen, das ist wieder so, nee. Dafür haben wir, haben ja jetzt einen Fanserver, das ist nun mal, da ist er nun mal nicht. Hast du den eigentlich unter deinen Stream schon gepackt? Nee, unter meinen Stream noch nicht. Ich habe ihn nur, jetzt schon mal, Dings hier, sag schnell. Was ist dieser scheiß T-Rex schon wieder? Ja, das. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Der ist nämlich jedes Mal eine Riesenkant. Ich gebe mal kurz den Einladelink für die Leute im Chat. Eben, genau. Die Idee mit den stummen Menschen finde ich nicht schlecht. Ja. Stumme Menschen? Cool. Ja, das ist, wenn Leute im Sprachchat sind. Und, aber die zum Beispiel kein Mikro haben und deswegen nicht mitreden können, dann können sie in diesem Chat schreiben, damit die, die anderen Channel nicht zuspammen. Ah. Frage, aber was hat das Maid-Café auf sich? Persönliche Präferenzen. Persönliche Präferenzen? Guter Punkt. Okay. Na gut. Nee, ich dachte mir einfach so, gut, ich mache jetzt zwei Game-Channel, aber ich mache noch einfach eine Wildcard, so dass Leute das für irgendwas benutzen können. Das Schlimme ist, ich komme mit diesen Dual Blades eigentlich ziemlich gut klar sogar. Dual. Naja, noch kämpfst du ja nicht gegen Sachen, die auch zurückschlagen. Ja, genau. Good point, actually. Das ist immer so die Sache bei Monster Hunter. Du, klar, Damage ist gut, Ausweichen ist besser. Ja, aber das ist, es hat beides. I think. I have no idea. Am Ende ist irgendwie die Mülltonne, die du gegen Ende des Spiels freischalten kannst, total Open Power Meter und so, hast du nicht gesehen. Mhm. Und dann denkst du dich dann, hallo und guten Tag zu Hause. Du bist ganz KK, ja, beim Spieltern brauchst du echt Damage. Ja, ich guck mal, ich krieg mit meinem Katana schon irgendwas hin. Ich mag es so, blödsinnigen Crit-Schaden zu verursachen. So, weißt du, du denkst dir nichts Böses, auf einmal buff, Crit. Ich mag den Gedanken einfach. Die sind jetzt alle ins Minecraft rein. Drei Leute. Na gut. Honig. Es ist grundsätzlich voll lustig. Oh, hallo. Ich habe aber noch keine Mites, die da bedienen. Also ist, ich stelle noch ein. Also, Bewerbung bitte bei mir abgeben. Bewerbung bitte an der Kasse. That's a hab big dinosaur. Cheryl, hab ich doch drei Nachrichten vorher geschickt. Guckst du in den Chat? Guckst du? Gucken Sie. Musst du Chat gucken? Der Typ mit dem Schwert. Andi Dotte. Raffalos, ob ich mich mit dem Ding schon anlegen kann? Nein. Besser nicht, das Ding fliegt. Das Ding fliegt und hat Zähne. Guter Punkt. Besonders die Zähne machen mir da, glaube ich, zu schaffen. Nicht bekommen. So, weißt du was hier? So, jetzt dann halt anders. Dann halt zack, 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 zack. So. Ich glaube, jetzt ist es klar, wo der Fanserver ist. Oh, warte, das. Da! Das Kraut. Da! Passiv-aggressiv, Matsch.
Ich bin ein Frosch! Das klang mehr, als ob du irgendwie... Sich perfekt, um ein Lager aufzustellen. Ah, da ist er auch schon. Warte mal. Flip. Oh, man kann hier ein Lager aufstellen. Pixelscheu können wir auch reinlassen. Okay, Flip. Maxi Gamer, jo. Maximi, Maximal, Maxi Max ist da. Ich meine jetzt ohne Scheiße. Eben stand hier, ich kann hier ein Lager aufschlagen, aber ich kann es nicht. What? How am I do? How can I do? Mein hier ist just what? Das klingt wie Fies und Dark. Hm. Oh, ist schön. Nettes Lager. Aber ich hätte keine Ahnung, wie ich jetzt. Ich gehe erstmal weiter. Ich weiß nicht mehr, wie Fies und Dark überhaupt klingt. Ist zu lange. Yeah. Darkwing Duck geguckt hab. Darkwing Duck. Wenn du zurück bist, geh in die Versammlungshalle. Kommst du in den Fahrstuhl ganz so. Mit dem Fahrstuhl ganz einfach hin. Das Lager kannst du mit... Ach so, das kann ich nur da aufbauen. Ah, okay, gut. Cheryl, es gibt einen Channel, der heißt Game Talk. Da am besten reinschreiben. Da gibt's Talk für Games. Hallo, schön, fucken, fuck. Wir sind Ratten, zacken, zack. Was ist ein Dabben-Babben-Bab? Das ist... Ein Penis mit Zensur. Ich find's einfach geil, wie man während des Rennens quasi Sachen aufsammelt. Fußspuren. Mhm. Oh, was haben wir denn da? Was kann man denn da töten? Moment, ist das wieder... Nee, das ist hier Pukai Pukai. Puka Puka. Makafaka. You gonna die. Ich finde die Namen von den Monstern, Monster. Sind sie auch, ja. Dass sich die Synchronsprecher nicht angesprochen fühlen. Und sie dann so sagen, so. Du hattest recht, das ist ein Pokémon. Ein Pokémon, ein Pokémon. Wenn sowas wie Rathalos klingt ja noch cool. Aber ja, das hat ja noch was. Come on. Wenn du so deinen Monster dann Pachinko nennst, dann schon Pachinko, Chinko. Ich bin ein Mixer! Oh, ist das ein Bär? Das ist ein Bär. Oh, fuck. Fart. All you hear is fart noises. Man ist einfach nichts anderes als ein tödlicher Mixer. Alter Verwalter. Ja, den hatte ich auch schon. Aber es geht ja nichts darum, Sachen mehrfach zu töten, richtig? Alex ist disappointed. Wegen irgendeinem Gegner, ich kann den Namen nicht richtig aussprechen. Peko? Kuro-Peko? Kuro? Wenn du realisierst, dass das englische Wort Q nur ein Q mit It's the fucking T-Rex again! Vier stummen Buchstaben ist. Q.
It's the fucking T-Rex again. It's a motherfucking T-Rex. Ja. Ach, das. You can fight each other. Oder... Would you kindly fuck off? Fuck off, Dino. I'm sick of your shit. Okay, das ist ein Arschloch-Move. Holy shit. Was? Alex schreibt gerade, Kurupekos sind zwar schwache Monster, aber sie können Schreie imitieren und einfach mal High-End-Monster hervorrufen, so Hilfe. Ach, deswegen kam der T-Rex hier gerade. Stell dir mal vor, du denkst dir so, haha, ich bin zwar erst Level 2, aber an dir kann ich mich hochgrinden. Und dann machen die irgendwie so, nee! Und plötzlich ist da so ein Riesenvieh auf Level 100. Eric. Eric, I love you. No, I'm fucking done. I'm fucking done. Ich gehe lieber den anderen Weg, bevor ich diesem blöden Mega-T-Rex nochmal entgegenkomme. Nani! Okay, Shadow hat gerade die Anleitung in den Game-Dings gepackt. Okay. Oh, warte. Pilze. Pilze! Das Problem ist, habe ich hier jetzt gerade mal Ruhe, wo mich nichts umbringen will hier in der Nähe? Dass ich das mal kurz machen kann. Nein. Nein. Ich hoffe es jetzt einfach mal. Sekunde. Maus? Ei? Ah, hier. Gut. In den Game Talk? Ja. Channel aufzumachen, gehst du... An die Questtafel. Zu Hause versteht sich. Deine Wahl geht auf Online-Sitzung erstellen. Habe ich ja an sich schon. Private Sitzung habe ich auch. Ja, das sind Sachen, die ich schon gemacht habe. Das habe ich ja bis. Oh oh, Sekunde. Das sind ja Sachen, die ich so schon gemacht habe. Es ist ja schon auf privat gestellt, eine Online-Sitzung. Da sitze ich ja gerade drin. Da müsstest du Lobby-ID geben. Wo kriege ich jetzt die Lobby-ID her? Spielerliste. Spielerliste hier. Ah, hier. Das ist die Online-Sitzung. I guess, moit. Moit. Das müsste... Ich warte jetzt hier mal kurz. Ich warte hier nicht. Oh mein Gott! Motherfucking T-Rex! Oh boy. Oh boy, warte. Ich schmeiß die gleich in den Discord. Dann, also hier in den Discord-Chat. And there's this fucker again. Also warte, kann das gerade vielleicht mal jemand machen, tun? Was denn? Die ID in den Discord-Chat schmeißen? Also in den, in den Gamestalk? Also dieses TP blablablub. Ja, genau. Weil wenn ich jetzt irgendwas drücke, um jetzt dieses Vieh weiter zu bekämpfen, dann... Danke dir. Chill, mein T-Rex. Chill. Chill, mein Typ. Why wouldn't you chill? Ich will nur diesen einen Ficker da wegklatschen, ne? Aber du denkst dir, nö. Wie wär's, wenn ich das nicht zulasse?
Oh, du kommst zu mir hoch? Nee, du haust ab, du feige Sau. Dafür habe ich jetzt hier den Dino. Das ist ja wunderbar. Gut, dann kann ich ja mal in die Richtung hier rennen. Okay, und jetzt könntet ihr mir einfach so joinen, oder? Du darfst nicht. Oh shit. Stop it! Stop touching my shoulder! Stop it! Stop molesting me! Sache, Matoros da ist beigetreten. Wie cool. Stop molesting me! Das letzte Mal konnte ich den Schwanz gar nicht mitnehmen von dem Vieh. Okay, war Mama Torus jetzt beigetreten, ne? Mhm. Das ist ja... Du solltest irgendwie so eine Sicherheitsleuchte oder so schießen können. Die sollten dann direkt neben dir spawnen oder irgendwie sowas, habe ich verstanden. Ach so. Ach so, jetzt müsste ich sie quasi noch erst rufen. Wieso? Okay, wait. Let's try this. Ich krieg ein Achievement. Hilfe! Was zur Hölle? Gutes Achievement. Aber ich kann mich nicht ein. Greenfire Triple ist offenbar auch drin, ne? Oh shit. Das ist ein bisschen mehr. Achso, das sind aber die Pflanzenfresserviecher. Schon einmal die Schleuderbinde. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie ich da die Munition wechsle. Hat das Ding jetzt ernsthaft schon wieder diesen... Ja, geil. Ja, fuck my life right into pieces. Jetzt brauche ich wirklich Hilfe. Das wollte ich auch gar nicht. Au! Norm. Gesellige Jäger sind kluge Jäger. Denk daran, mit anderen Gegnern. Jetzt reicht's mit übergroßer Dino. X-Gamer ist da. Support.
Ich brauche nicht noch nie mehr. Oh fuck. Shit. Lass mich doch einmal wenigstens meine Waffe kurz schärfen, ja? Danach kannst du weiter versuchen, mich zu fressen. Ja, by the way, Shadow. Ja? Spaß, da die jetzt Leute dir beigetreten sind, werden die jetzt einfach mal sterben. Echt jetzt? Bloodborne-Prinzip hier. Die kriegen mehr HP, so wie ich das jetzt ausprobiert. Und werden offenbar stärker, wenn mich das Ding schon wieder ge-one-shottet hat. Ja, Mensch. Viel Spaß. Was a good idea, wasn't it? Wie was? Ich bin over encumbered? Ich hab doch 10.000... Wow, ich bin über meine 10.000 Carry Weight gekommen. Wirklich? Jesus. Alter, das hab ja nicht mehr ich geschafft und ich halt mich schon für ein Messi. Hab ich da alles mitgenommen? Jesus. Ich mein... Ja, jemand ist dazu gekommen und einer ist wieder gegangen. X-Gamer ist noch da, auch wenn ich null Ahnung habe, wo er ist. Da ist er. Da ist er beim Camp. Das liegt wahrscheinlich an dem ganzen Essen, was ich nicht verkaufe und behalte. Und die ganzen Bücher. Ja, die ganzen Bücher. Ja, ich gebe ja mein Zeug hin und wieder nochmal ab, also... Ja. Ich lege es ja hin und wieder mal ab. Ja, eigentlich hatte ich gerade versucht, diesen dreckigen Vogel tot zu sehen, bis er andauernd seinen dummen T-Rex-Sex-Buddy zur Hilfe ruft. Und der mich ja one-shottet. Monster auf Explore bleiben auch nicht ewig. Ja, ich weiß. Aber ich muss ja trotzdem hier Zeug mitnehmen. Also auf jeden Fall sind schon mal drei Leute da. Das heißt, ich kriege jetzt richtig hart auf den Sack. So, gucken wir doch mal. Wovon habe ich denn zu viel? Das habe ich doppelt, das habe ich doppelt, das habe ich viermal. Oh mein Gott, X-Gamer hat mich immerhin gefunden. Oh, das ist schon mal etwas. So, ich suche jetzt nur noch diesen scheiß Vogel. Ich will den jetzt tot sehen. Und eigentlich suche ich ja überwiegend das andere Ding da. Hier, sag schnell. Unseren steinigen Dulu-Freund. So, und der ruft jetzt wieder seinen fucking Megasort-Dino. Kumpel. Whatever. Ja, die Party ist gerade voll. Ich habe doch das so eingestellt, oder? Ja, ist okay. Ja. Ups. Also ich jag eigentlich gerade alles, was hier irgendwo rumläuft. Also... Ich glaube, ist für den Anfang nicht schlecht, weil du dann dadurch ein bisschen mehr Geld hast und mehr Ausrüstung, aber irgendwann musst du dich halt nur noch auf das Hauptding konzentrieren. Das Game ist kein Open-World-Game, wo du dich an allen hochgrinden kannst und XP farmen. Meistens einfach nur, ich jage dieses Viech, weil denn genau die Teile von dem geben mir gerade die beste Rüstung oder Waffe. Basically. Dieses Vieh ist nur ein riesen Arschloch, weil es sich ständig denkt, boah, ich laufe am besten mal. How about this? Au.
Nein! Wie kann ich denn die Munition vor meinem Moos ändern? Also nee, nicht vor meinem Moos, sondern vor meiner Schleuder. Geil, gestunt bin ich auch noch. Vergiftet und gestunt. Oh fuck. Du Arschvieh. Oh. Mega Feuerball! Wie hat mich dieses Scheißding denn jetzt noch vergiftet? Wenn es da am Boden lag. Nee, nur Big Surprise. Oh ja, geil. Ja, geil. Natürlich kommt jetzt auch noch der Ravalos dazu. Der Penner. Den Typ, den niemand auf seiner Party haben will. Darüber habe ich glaube ich irgendwie nie gesehen. Also Ravalos kommt eigentlich immer rein. So. Gibt's irgendwo Action Ravalos? Willst du einfach den Honig sammeln, Ravalos? Cool, und sein Main Attack ist Walking. Wonder ist noch simply Ravalos. Denkst du dir gerade, ich guck einfach mal kurz die Szenerie an. Alles schön, Ravalos. Ich habe keine Highlights mehr. Wo war mal das so ein Ding? Vor allem nur X-Gamer ist wirklich da, um mir zu helfen. Der Rest ist irgendwie non-existent. Das heißt, ich habe hier mehr Leute, aber keiner macht was außer X-Gamer. Ja immer noch deine Dinge schießen. Die sind alle bei mir drinne, das ist es ja. Hast du deine Feuerlöcher geschafft? Die sind ja bei mir drin, die müssten hier auch irgendwo rumlaufen. Sonst würden die ja nicht da bei mir angezeigt. Ich bin tot. Wahrscheinlich müssen die dich erstmal finden. Die Feuerleuchte hilft dabei. Aber was denn jetzt? Die haben mich auf ihrer Karte doch, oder? Ich glaube nicht. Jetzt kommen sie alle. Oh ja, geil. My life has become. So, das fucked. Ist ein Rad hier, nicht ein Ratalos. Entschuldigung! Ja, meine Güte. X-Gamer ist auch tot. Ja, das ist. Das was a good idea. Oh, pass auf. Superhero Landing. Oder? Krieg ich das hin? Superhero Landing? Superhero Landing! Fuck. Jetzt haben wir eine Gruppe. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, alle zusammen zu sein gegen dieses Ding. Alter, Leon sah cool aus. Kommt das in den Mixer. Jetzt ist das Ding weg. Okay, fuck this. Das Ding jagen wir jetzt. Das Ding kommt auf den Grill. Ne, Moment. Ach geil, jetzt haben wir den T-Rex hier wieder. Na gut, jagen wir T-Rex. Let's get one-shotted. Oh shit! No Kuga reitet das Vieh.
Yes, es liegt! Tötet es, solange es keine Eier legt. Das Ding hat mich doch mit gar nichts getroffen. What the fuck? Ist hier gerade Zeug? Nothing. Müsste ich hier langsam auch mal. Nein, hier. Ich möchte doch nur da. Ich möchte auch meinen Freunden helfen. Leute, ich bin gleich wieder da. Ich muss schon mal anfangen, meinen Koffer zu packen. Ich bin, ja, in der Viertelstunde wieder da. Mhm. I already did that. Koffer packen. Ach, come on. Dieses Monster. Hallo. Das da. Das da. Das da. Himmelarsch. Zoom auf mich. Hallo. Okay, gut. Let's go. War nicht hier irgendwo... Don't kill it without me. Habt ihr das Ding zum... Alter, what the fuck? Ich renne euch mal hinterher. Da ist bestimmt Loot. Oh ja, there he is. Da ist dieser Fucker. Dieser Dino-Fick. Shit, meine Waffe ist auch derbe schlecht gerade. Einmal. Ja geil, unser Drachenfreund ist auch wieder da. Ja geil, jetzt haben wir ein Problem. Gleich zwei große Probleme. Yikes. Okay, jagen wir zuerst den Dino. Gute Idee. Oh, Honig. Ja, geil. Sag mal, will das Ding da jetzt...
Haben wir das Ding jetzt in so einem Loop oder was? Oh, get it. Get him. Er humpelt. Der Dino humpelt. Get this motherfucker. Get this motherfucker. What the? Warte mal. Da hinten war noch Kraut. Kraut! Eine Falle gestellt, was? Oh shit, das war gar kein Kraut. Oh Gott, das Ding glitscht ja hier. Is it dead? It is dead. Wow. Aber ich kann. Hä? Es schläft? Jetzt kann ich's ja, ich kann es ja nicht ausnehmen. Ja, es schläft. Es ist eingeschläfert von Schlafgas. Ja, aber ich möchte es tot sehen. Nicht schlafend. Du kannst es auch fangen, dann kriegst du mehr Loot davon. Ich bezweifle, dass ich dadurch Loot kriege, wenn ich nicht mal beteiligt war daran. Nee, wenn du es fängst, dann kriegst du mehr Loot, als wenn du es tötest. Oh. Hm. Das wird sich ja am Ende rausstellen. Was seid ihr denn jetzt alle? Ach ja, stimmt. Mit dem hatten wir ja noch eine Rechnung offen. Mit dem Ratian. Mit dem Ratatouille. Oh, warte, da war Kraut. Jeden Banditen Take All machen. Vielleicht ist das mal, weil das hat mein Inventar so voll. Ich weiß noch nicht mal, wie man Fallen legt. Ich glaube, ich habe noch nicht mal welche. Ich fühle mich so unbedeutend in diesem Team. Gefangene Monster bringen mehr Loot, mehr Randomness. Okay. Okay, Fallschaden gibt's in dem Spiel offenbar nicht. Good to know. Ja, du kannst einfach eine 10.000 Meter Klippe runterspringen, dann ist okay. Ja, und du bist einfach mal. Du bist cool. Wait, what? Ach geil, Gift kann einen töten, ne? Das ist ja wundertoll. Es ist nicht hier, dass Gift dich nur aufs letzte bisschen runterbringt, sondern es killt dich instant. Monster Hunter ist nicht so ein Pussy-Game. Was heißt hier Pussy-Game? Das ist eigentlich in jedem Spiel so, dass Gift nicht immer tötet. Nö, Gift kann töten. Ja, kann. Und das sollte aber nicht.
Okay, ich mix dir dann mal ein bisschen Cyanid. Wie ist das nochmal? In deinen Drink und dann gucken wir mal, ob du nur aufs letzte bisschen lebst oder ob du wirklich stirbst. Nee, ich lebe da noch so ein bisschen. Der Wille, das nicht einzusehen, wird dafür sorgen, dass ich überlebe. Alles klar, wollen wir testen. Oh, geil. Da. Oh. Pack das Ding doch jetzt weg, Mensch. Und schneid ihm seinen Schwanz in Stücke. Kannst du nur. Das ist selber schuld. Das habe ich schon bei Pokémon gehabt, als Uhafnir und FN erfunden haben, wo die Großbuchstaben total durcheinander sind und Großbuchstaben total durcheinander sind. Warum nennt man Monster ein C0CK? Warum? Ich habe keine Ahnung. That's chaotic. Oh, you're gonna die. You're gonna die, kid. Oh shit, das war so ein Frosch. Jetzt muss ich warten, bis mein Anfall aufhört. It's dead. Jeder schneidet sich ein Stück aus diesem Vieh raus. Ja. Und ist das Monster Hunter? Wirklich, das Vieh ist erlegt und jeder schneidet sich erstmal ein Stück raus. Ja, sicher. Was sonst? Das ist eskaliert. Gibt's sonst noch irgendwas, was wir hier... Ich meine, die Viecher, weswegen ich eigentlich hier war, die scheinen ja gerade nicht sonderlich da zu sein. Zeit für Ausrüstung. Guter Punkt. Guter Punkt. Zur Expedition zurückkehren. Yes. Goodbye, my friends. Thank you for your help. Steinvogel ist da. Ja gut, dann ja, ist das jetzt gerade so. Jetzt ist, ne. Wird ja nicht das letzte Mal sein. Das war das letzte Mal. Das war das letzte Mal. Gehen die Versammlungsstätte. Gucken wir gleich mal. Zur Not, also ich werde sonst gleich nochmal bei der nächsten Mission mal. Fanganfänger, I did literally nothing to earn this. Das ist jetzt basically ein Achievement, was ich nicht verdient habe, weil ich es nicht getan habe. Ja. Wollen wir gar nicht verschönen, das hast du nicht verdient. Ja, die habe ich nicht verdient, das Achievement. Ich krön mich quasi jetzt mit einem Achievement, was ich nicht krönen. Ich bin König! Begib dich sofort zur Kronis. Okay, warte mal, wo soll das sein? Ich möchte mal anmerken, dass du bist so Kuriako gesch. Okay. Dafür sahst du um einiges cooler aus als ich.
dann nur bis zum Kula Karakumen gespielt. Genau. Hast du eine Ahnung, was das ist? Nein. Gut, dich okay. zu sehen. Das ist da, ich habe eine sehr interessierte Monsterhunter-Freundin, aber die Namen sind immer noch bei mir so eine Sache, wo ich sage... Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Welche Sprache sprichst du gerade? Ich folge nicht. Ich weiß, dass du normalerweise Englisch sprichst, aber das ist nicht Englisch. That's not English. Warte mal. Wer bist du? Was redest du? Ach, der Kackvogel! Du bist ja sogar dann basically noch hinter mir. Ja, komm, nimm einfach mal an. So, was hast du denn? Hast du was mich heilt? Nein. Opferung? Aha. Cool. Alle deine. Generell, ich habe mich hier. Kann ich hier noch irgendwas? Sekunde. Ah, ein bisschen Nein. hier. Nein. Versorgungslager, da. Okay. Beschäftigt mit der Jagd. Na, dann gewöhnt ihr hier zu laufen. Unterwegs Probleme. Ja, mit dem Notsignal, dann werde ich gleich nochmal machen. Mal gucken, ob das wieder so funktioniert. Mhm. Nani! Mhm. Vielen Dank. Okay, Moment. Das ist ganz oben. Oha, ganz oben. Nicht unten. Versammlungsstätte? Oh. Das hier? Im Ship? Warship? Warship! Gut, aber bevor wir dahin gehen, gehe ich jetzt erstmal nach Ausrüstung gucken. Also, ja, gut, das muss ja da, soll da oben sein. Dann gucken wir doch mal. Oh! Mein Dude! So. Ja. Kann mir nichts. Das hier können wir herstellen. Was hattet ihr nochmal gesagt, ist gut für den Anfang? Hatte doch vorhin irgendwas gemeint. Das sieht ein bisschen aus wie Nightmares-Rüstung aus Soul Calibur. Ich hätte immer noch keine Knochen. Gastodon. Hier. This one. Gastodon. Rest existiert gar nicht. Oh, aber ich verstehe warum. Mach mal. Und die kannst du dann auch ausrüsten. Sehen auch nice aus. Nice, scheiße. Wie sagt ihr immer die ganze Zeit, es geht nicht darum, wie der Status ist, sondern wie du aussiehst. Ich meine, ich kann das langsam verstehen. Was, wie was? Dass es mehr darum geht, wie du aussiehst und weniger die Effekte. Ja, das höchste was es wirklich ist, ist deine Resistenz gegen Elemente. Ja, alles eben. Alles andere ist meistens scheißegal. Die Puka ist genau wie Dark Souls oder so. Da meldert Verteidigung auch nur so ein bisschen. Ja, es ist eher wie du aussiehst. Ich brauche ein anderes Kopfteil. Jesus Christ, ich sehe so beschissen aus. Das hier. Das Ding wäre gar nicht mal schlecht gerade. Ja, super, ich sehe richtig vertrauenswürdig aus. What the fuck?
Aber von den Werten her ist es gut. Das ist von den Werten her auch gut. Wenn wir sowas schon machen können. Ich sehe scheiße aus. Können wir hier mal andere Waffen? Ja, Tatsache, hier. Weiwanklinge. Das Ding ist fancy. Was können wir denn noch? Warte mal, wenn wir jetzt mal wirklich nochmal nach den Doppelklingen gehen. Ah, da gibt es immer noch nur die beiden. Schnieke Hose. Coole Schuhe. Nani? Danke für die Bits, Leute. Bitte, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Das Bit. Es ist so bittig. Nee, Knochen. Bitte ein Bit. Ach ja, stimmt. Das hätte ich mir auch schon vorher machen können. Aber ich wollte ja das hier. Wegen der höheren Crit Rate. Das klingt nämlich fancy. Vielleicht nehme ich auch mal irgendwann einfach so einen Hammer mit. Einfach so einen fiesen Hammer um Schädel hauen. Ich meine eigentlich, warum nicht, ne? Muss ein Hammer geschliffen werden, damit er Schaden macht? Ja, es ist einfach... Ich meine, es ist um alle Waffen gleich. Naja, da können ja vielleicht Spitzen dran sein. Umso besser! So ein Fleischerhammer oder so? Die müssen ja schön spitz sein. Ihr wollt, einen Hammer? Gut, dann kriegt ihr einen Hammer. It's Hammer Time. Hämmer haben auch Schärfe. Why? Warum haben Hämmer Schärfe? Ja, guck dir das doch an. Du, im Grunde genommen hast du da eine riesige, einen riesigen spitzen Stein. Natürlich muss der geschärft werden. Nee, es ist trotzdem ein dicker, spitzer Stein. Du hast keine Ahnung. Ach, ich hab keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Gut, dass ich keine Ahnung hab. Im Universum muss man scharfe Hämmer haben. Oh. Ich wusste gar nicht, dass man in Skyrim, wenn dich da einer zu so einem Faustkampf herausfordert, dass das voll gut deine Rüstung levelt. An sich ja, weil der Typ ja ständig auf dich einschlägt. Und die Kämpfe so ewig lange dauern. There we go. So, was kann ich für meinen kleinen Katzenfreund denn mal machen? Ich kann ihm einen fucking Degen geben? Pass in Boots. Boah, warte. Ich gebe ein Zeichen, dass ich meinen kleinen Katzenfreund mag. Der kriegt jetzt hier die guten Stoffe von vorhin. Vor allem jetzt, Alter, jetzt hat er eine Krone. Jetzt kriegt er auch noch ein Kleid. Watch this. Ey, Chris. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zunder. Das war im Grunde total die Verschwendung, ne, wenn ich das jetzt mache. Oh fuck it, das hier sieht so viel besser aus. Oh mein Gott, er sieht aus wie Bowser. Mit einem dicken Degen. This is so fucking adorable. Okay. Jetzt haben wir einen dicken Hammer. It's Hammer Time. Kein Raum. Was? Er ist hier? Ach, hier. Okay. Dann hier. So, wieder da. Bye-bye. Wing. Aber jetzt, basically, solange ihr im, solange ihr diese IP von mir habt, ne, kann ich ein Notsignal rufen und ihr würdet dann basically zur Hilfe kommen, sofern jemand da ist. Das wäre, also wenn das der Fall ist, ist das verdammt passend cool.
Oder machen wir das gleich bei der nächsten Quest mal? Ja, dann machen wir das bei der nächsten Quest mal. Oh, lecker Mondzucker. Zucker aus Mond. Arena-Schalter, Quest-Schalter, Jagdtruppen verwalten, Nachrichtentafel, Kantine. Aha. Wow. Och Leute, come on. This is adorable. Deswegen sollte ich hierher gehen. Och Leute. Wie kann ich emoten? Come on. Gibt's ein Sterbe-Emote? Bestimmt. Willkommen bei den Jägern. Oh, das ist so cool. Nani! Und das sind jetzt quasi alle aus LH hier, also aus dem Fanserver. Und die Leute, die wir halt in dein Spiel joinen konnten. Also Mr. Surkon, da hat jemand seinen Katzenkumpel Mr. Surkon genannt. Oh, wie cool. Oh, das ist so stylisch, ey. Oh, das ist cool, Leute. Okay, lass mal gucken. Wir haben heute eine besondere Quest. Quest? Arena-Quest. Ah, es ist Deathmatch. Muss ich die machen? Nee, ne? Meine nicht. Ich denke nicht. Hat der... Sagte... Hast du ein Hadouken? Stimmt, es gab ja so ein Update, wo man Ryu reingepatcht hat. Ganz vergessen. Weißt du, ich wundere mich hier, warum Leute Hadouken einsetzen. Achso, Questschalter. Du bist zurück. Okay, gehen wir auf eine... Pflicht Hadouken durch den Tresen. Let's go. Wo ist ja jetzt die Kantine? Ich muss noch schnell was essen. Ah, hier. Oh. Okay, wie sieht das hier... Er kommt einfach von unten geliefert. Okay, und dann frisst er. Okay. Kann ich irgendwie... Man, könnt ihr jetzt schon direkt mitmachen? Geht das? Kann man das irgendwie machen? Na, wobei... Machen wir es mal so und dann rufe ich euch gleich dazu. Sekunde. Es ist um... Das ist um einiges besser jetzt. Also ohne Scheiß, das ist verdammt cute. Jetzt no shit. Dass ihr da einfach mal alle wartet und dann so... Nah. Achso, du musst erst die Cutscene gesehen haben. Ah, okay. Dann können wir nachjoinen. Alles klar, gut. Vorher geht Niet. Okay, suchen wir den Gelehrten. Er muss eine Spur hinterlassen haben. Ja, Tatsache, ich kann... Wird nach der Zwischensequenz zum Beispiel verfügbar. Ja gut, das heißt, jetzt muss ich erstmal noch allein mich... zurecht fighten hier. Und diese komischen Kreaturen töten. Mal gucken, was in ihnen ist. What is inside you? Du lebst ja noch. Bleibst du? Aber wie gesagt, ich habe jetzt null Ahnung, wie man diesen Hammer benutzt. Also, stay with me on this one.
Okay. Wie gesagt, ich habe immer halt nur das Gefühl gehabt, dass wenn ich jetzt alleine, also wenn ich hier schon alleine nicht zurechtkomme, dass ich denn, ne, hätte ich mir in die Haare schminken können, dass ich da irgendwie Leute dazu hole. Moment mal, was ist das da? Warte, warte! Was ist mit den Spähkäfern los? Lol, ich glaube, Nana macht auch gerade richtig hart Party. Richtig Party! Ja, eigentlich sollte sie nur das Mittagessen vorbereiten, aber ich höre unten super laut Musik. Hier auch. Kratz, kratz. Wer hat gekratzt? You can't just scratch people. Wer hat gekratzt? Ich weiß nicht, wer gekratzt hat. Den muss ich noch kratzen. Oh. Okay, der Hammer macht Schaden. Ich habe zwar seine Kombos noch nicht ganz raus. Aber... Das ist ein Hammer. Macht keinen Schaden. Macht keinen Schaden. Hm? Macht keinen Schaden. Macht keinen Schaden. Was? Blaue Spähkäfer. Blau und leicht machen. Was ist denn das? Vivi-Spähkäfer bei Blau? Spoiler A, egal. Ist kein schlimmer Spoiler. Spoiler A, egal. Ja, das ist der Chatverlauf gerade. Spoiler A, egal. Schön. Sehr schön. Hallo Bowser Freak. Hey Bowser Freak. Und hey Eisbecher. Eisbecher. Oh, Eisbecher. Eisbecher. Okay, sorry. Ich hätte jetzt krieg ich Bock auf einen Eisbecher, Mann. Eisbecher. Bastis Vlogs, danke dir fürs Follow. Hallo Basti. Eisbecher. Eisbecher. Mach keinen Schaden. Hi. Hi. Hi! Ist das der Gelehrte? Woneben sitzt er da? Sieht aus wie From Heart! Ein Barot? Das hat. Das ist das. Das hat Kirby immer gesagt, wenn er in Super Smash Bros. Melee Captain Falcon eingesaugt hat. From Heart! Also, Frank, danke für den Sub! Oh, Sub Hype! Der Resub! Sub Hype! Die Mod-Spam. So. Ich hab ihn gesehen. Das sieht nicht gut aus. Nein, der Juratodos, der hat den Barot nicht getötet. Das war. Ach du Scheiße! Alter, wie groß ist denn der Dings? Vor allem, der hat das Ding gefressen. Ich wollte das Ding noch ausbeuten. Na, nie de fuck. Was, warum? Oh, oh. I guess you got a problem, Shadow. Oh, ja. Ach, du Scheiße. Okay. Calling for backup! Flashbang! Uah. Direkt weggebolzt! Hilfe! Und plötzlich sind alle da und auf das Vieh voll gut. Ja, leider noch nicht. Die kommen jetzt erst. Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind auf dem Weg. Was ein krasser Hammer, Alter. Ja, ne? Ist das Mjolnir? Ja, das so ist Mjolnir. 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 Oh shit, dieser Matsch. Mjolnir.
Ich weiß, du hast Karpfenpower geschrieben, aber ich habe trotzdem Krapfen gelesen. Krapfen. Krapfenpower. Oh, durchsuch schnell mal hier. Ah, oh, Cheryl ist zur Hilfe. Okay, die Musik ist nice, die hier spielt. The music. What? Ich habe auf jeden Fall jetzt das Gefühl, mit der neuen Ausrüstung halte ich auch ein bisschen mehr aus. Jesus! That's a big fish. Fuck you. Los. Ich wollte doch nicht in den Schleim. Oh, da ist er. Da ist der Große. Okay. Definitiv nicht stehen bleiben, wenn er diesen Dive-Move macht. Oh, jetzt sehe ich die Boys im Hintergrund. Oh mein Gott. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt sind sie da. Jetzt der Squad da. Wie das aussieht! Einfach wie so 3 bis 4 Leute wirklich auf dieses eine Vieh einkloppen. Lol, wie das Vieh das an die alle rumwirft. Fucking die! Du, dein Hammer sieht aus wie so einer schlechten Slapstick-Comedy. Deswegen so, halt deine Fresse! Irgendwo ja, ne? Wow. Get that motherfucker! Get that motherfucker! Ups. Ach, das wäre was. Ach, der Squad schon direkt hinterher, ich noch voll hinterher. Ach du Scheiße. He let it rain. Let it rain. Get dunked on. Einmal meinen Hammer schleifen. Jo! Ich bin mal kurz essen, Leute. Reich mir deine Flosse, Genosse! Yeah! Aristocats. Jesus.
Der ist doch gut gewesen, der Film. Hab ihn nicht gesehen. Wow, fucking dead. Wo bin ich? Ich will das Ding auch ausnehmen. Ich will auch. Ich will auch Asab haben. Ich hab geholfen. Wenn du meinst. Ne Schubbe. Ne Flosse. Vor allem der Netcode ist erstaunlich gut, muss ich jetzt mal sagen. Ich hätte echt mit mehr Lag gerechnet. Hadouken! Ist das ein echter Angriff? Ich bin nur erstaunt, dass das so simpel jetzt läuft. Ich meine, bei mir hätte es, wenn ich das jetzt allein gemacht hätte, das ewig gedauert wahrscheinlich. Level 7. Ah. Zielzerstörer. Wie wäre es, wenn du mit den Leuten im Wald erstmal besseres Zeug fahrst? Also nochmal eine alte Quest machen oder Expedition? Alles klar, Minus Freak. Bis denn. Weil ich wäre für beides down, to be honest. Also wir können eine Dings-Expedition machen, aber ich sag mal, wenn wir eine alte Quest machen, dann haben wir unser Ziel und wenn wir das Ding weggeklatscht haben, dann ja. Ist empty, ist Ende. Ja, diese Loading-Screens sehen echt geil aus. Wir können sofort beginnen. Dank euch wissen wir jetzt mehr über die Spuren, die überall auf dem Kontinent aufgetaucht sind. Expedition ist Dauerfarming. Unsere Forscher haben Prognosen erstellt, die uns aufzeigen, wohin der Sora Magdaros als nächstes geht. Er hat Kurs auf die große Schlucht genommen. Ja, sollen wir denn Expedition Wald oder hier Wüste? Was meint ihr? Wald oder Wüste? Wie gesagt, ich bin für beides down. Einfach reingehen, Monster klatschen. Wir sollten versuchen, den Sora dort einzufangen. Sind Sie verrückt geworden? Einfangen? Nougat Easy, Sharrow Wald. Alufe doppelt zählt nicht. Perfekt dafür. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, müssen wir vielleicht 10 Jahre auf eine neue warten. Womöglich. Ist es überhaupt möglich? Und wenn nicht, würde dich das aufhalten? Probieren wir es aus. Mit der Unterstützung. Also ich kann nur Wald. Die besten Chancen. Dann ist es beschlossene Sache. Bevor wir Jäger zum Fang losschicken, müssen wir zuerst Astera sichern. Ein Anjana zeigt Aktivitäten in der Nähe. Mit so einem Monster spielt man nicht. Wir brauchen einen Plan. Du hast recht. Jäger, hier ist eure nächste Jäger. Aufgabe. Kümmert euch um diesen Anjanat. Aber seid vorsichtig. Der Anjanat ist ein furchterregendes Monster. Ein Fehler und ihr seid Futter. Kommandant, darf ich? Ich glaube, Jäger, ich könnte deine Hilfe brauchen. Besuche mich später, okay? Noch etwas. Dieser beunruhigende Bericht, den wir... Nani! Meinst du, du könntest... Ja. Sehr gut. Machen wir uns an die Arbeit. Ich darf den Dino machen. Drachenältesten fangen. Wegtreten! Ja, eigentlich könnten wir denn doch auch die Quest machen, oder? Ich meine, dann können wir auch schlicht und ergreifend sagen, gut, dann machen wir Quest und dann sind wir so oder so im Wald. Ich meine, why not, ne? Ach, da ist so ein Aufzug. Ah, ich gehe mal die Treppe mal. Eben, also können wir auch die Quest machen, wenn wir sowieso diesen Dino klatschen sollen. Lass mich nur mal kurz gucken wegen Schmieden und so. Warte mal. Weil der Hammer, der ist gar nicht mal doof gewesen. Der war spaßig. Wo ist denn der jetzt?
Hier, Hammer. Ah, ne. Oh. Nicht schlecht. Oh Gott, ja. Jetzt sieht man gar nichts mehr von meinem Gesicht. Wahrscheinlich besser so. Außerdem, wenn wir jetzt im Dings im Wald sind, können wir nochmal eventuell diesen Vogel wegklatschen. Au contraire. So, warte mal. Kann ich aber nochmal gucken, weil ich glaube, mir fehlt da... Was fehlt mir hier für die... Ach, alte Knochen. Könnte theoretisch in der Catch-Out-Gilde gründen, eine Versammlungshalle. Dann könnten wir noch schneller zur Hilfe eilen. Aha, das geht. I didn't know that. Ja, da fehlt mir jetzt ja alles wieder für, genau. Ne, lassen wir das mal so. In der Versammlungshalle, warte mal. Okay, warte mal. Gucken wir doch mal. Das wäre ja gar nicht mal so doof, ne? Ah, okay, du stehst bei dem. Okay, gucken wir doch gleich mal. Ich gehe da mal hin und dann... Weil das wäre ja gar nicht mal so doof, sich so eine Gilde aufzubauen. Ja, ich gehe nochmal mit dem Hammer. Ich will nochmal gucken, ob ich den jetzt wirklich gut... also, ob ich den, ja, nehmen kann. Okay, Moment. Ah, there we go. Ah, hier, bei ihr. Willkommen, willkommen. Danke dir. Zur Zugang-Online-Sitzung. Und schon kommt das Hadouken wieder. Jagdgruppe erstellen. Mal so. Das hier mal einfach. Shosh Unity. So, jetzt haben wir die Shosh Unity als Jagdgruppe. Austreten oder auflösen, verwalten. Was ist denn... Ah. Und da könnt ihr jetzt einfach so eintreten oder muss ich euch... Ach ne, warte, hier. So, ich hoffe mal, das hat so... Ich habe das jetzt so richtig gemacht. Offenbar. Scheinbar ja. Oh, das ist cool. Oh, das ist nice. Das Spiel wurde auf einmal um so vieles witziger. Okay, Moment. Gehen wir erstmal was fressen? Ich kann mal mit Punkten bezahlen. Ich weiß nicht, was das bringt.
Ach, da unten stehen die Effekte. Wenn ich den Helm abnehme, sehe ich noch schlimmer aus. Ich sehe mit jedem Mal echt schlimmer aus. Okay. Du bist zurück. Neue Quest, ja genau. Nee, hä? Ach ja, stimmt, ich soll ja mit der Ollen da reden. Das geht ja hier gar nicht am Schalter. Das muss ich ja so machen. Ganz vergessen. Ich hab schon gesehen, deine Armor ist cool. Generell eure alle Armor ist cool und ich gümmel hier mit meinem Standard-Shit rum. Aber dass man so eine Gilde... Die ist jetzt dauerhaft immer offen, basically? Oder muss ich die jedes Mal neu aufmachen? Immer solche Kleinigkeiten, wo ich noch nicht so ganz hintersteige. Ah, die ist dauerhaft da. Okay. Wir sollten uns vielleicht anhören, was der Chefbotaniker zu sagen hat, bevor wir loslegen. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. Ich marschiere ja schon. Ich muss laufen. Mein Typ wirkt mir zu fett. Jeder Gang macht schlank, sagt man ja. So, du Dude. Solltest du dich gut vorbereiten. I have friends at high ground. Arbeite nicht zu hart, okay? Okay. Okay. Unsere nächste Aufgabe ist die Jagd eines Tobi Kadachi. Wir sollten Tobi Kadachi im Wald finden. Klingt ja auch stylisch. Okay, dann. Und denkt dran, wenn ihr irgendwo einen Vogel mit krassen Federn und einem fucking Stein findet, umnieten. Achso, und da kann ich jetzt wieder nur... Ich muss wahrscheinlich erst wieder warten, bis eine Cutscene gekommen ist, wahrscheinlich. Nani? Ich soll mich vorbereiten. Also an sich bin ich vorbereitet. Ich habe gut gegessen. Ich habe meine Ausrüstung. I got friends in high ground. Das Vieh muss ich farmen. Echt, das ist so wichtig, das Teil? Dieser fucking T-Rex? Okay, dann. Hui! Aber wie gesagt, heute kann ich auch nicht so lange machen. Ich muss heute relativ früh pennen gehen, weil ich morgen wieder, relativ früh hoch muss. Also in meinem Verhältnis relativ hoch. Ja, deswegen, ich mache heute nicht mehr so lange. Vielleicht eine Stunde noch oder so. Und dann muss ich auch, hey, leider. Um ein Spezialwerkzeug zu verwenden, musst du es via Objektbalken ausrüsten. Die funktionieren wie normale Objekte. Allerdings kannst du sie nur für eine begrenzte Zeit nutzen. Wenn dein Werkzeug die Arbeit einstellt, sorge dich nicht. Es wird nach einer Weile wieder einsatzbereit sein. Gut, das heißt, ich muss mir erst mal wieder ein bisschen selber zurechtfinden hier.
Ein bisschen hiervon. Ich meine, der war doch immer hier irgendwo hier oben, dieses Mistvieh. Sniff. Du bist cool, aber schnell, pass auf, mein Kettenangriff auf. Okay. Da war Kraut. Oh, Fußball. Aha. Wow, Kamera. Hi. So, what the fuck? Ach ey. Ich bin voll. Ja, lass gut sein. Achso. Wo ist das? Hä? Oh. Ach du Scheiße. Ihr nennt das Ding Tobi? Oh mein Gott, ist das Ding cool. Yes, do it, Flashbang. Oh fuck. Ah! Jetzt aber. Push! Das Ding slappt mich immer mit seinem scheiß Tail. Ach du Scheiße. Das Ding ist wie ein fliegendes Eichhörnchen. Ja, wie wär's, wenn du es mir erzählst? How about you tell me? Fuck. Scheiße, was kann ich jetzt gegen das Ding machen? Was mache ich jetzt gegen die Donnerpest? Achso, es lässt einfach nach. Okay, Cheryl, Leon und Nougat haben wir dabei. Come on, mit deinem scheiß Gebrülle. Natürlich. Blödes Viech. Das wollte ich eigentlich gar nicht.
Na komm, hoch da jetzt. Gott, häng ich weit hinterher. Da kann ich gar nicht hoch. Muss ich da echt runter? Scheinbar ja, okay, fuck. Ich soll einfach hier durch, ich Depp. Ugh. Orientierungssinn wie eine Tomate habe ich ja mal wieder. Damage! Dem Ding das Ding voll um den Schädel gehauen! Das Ding glitscht sich jetzt gerade bei mir einfach durch die Luft. That's nice. Oh, fuck yeah. Uiuiui. Haben wir mal den Pelz von dem Vieh abgekratzt. Eine Elektrode abgeschabt von dem Vieh. Es ist schon cool. Hammer Time. Ja, ich glaube, wir machen jetzt nochmal, begeben uns nochmal einmal auf eine Expedition und dann, ja, und dann lassen wir es danach auch gut sein. Okay, Keso hat offenbar auch Spaß an irgendwas. Alter Knochen, perfekt. Noch ein alter Knochen. Kantine wurde verbessert. Aha. Ich weiß, Kantinenfraß soll ja immer nicht das Beste sein, aber trotzdem. Ich meine, Jesus. Huch. Oh, meine Maus ist leer. So. Das ist der einzige Nachteil an der Funkmaus. Aber trotzdem über 40 Leute. Das ist erstaunlich. Ich muss aber sagen, es ist auch jetzt so mit Leuten, ist es doch irgendwo schöner, muss ich sagen. Hammermäßig. Ja, please don't. Ah. Jäger der Fünften, kommt zu mir. Ich habe eine dringende Quest für euch. Sieht aus wie ein Pokémon. Ich meine, deine Quest ist schön und gut, aber ich werde jetzt trotzdem gleich erstmal, ne? Ich weiß noch nicht, mit welcher Waffe ich das machen will jetzt. Ich glaube jedoch... Können wir mal wieder was Neues ausprobieren. Kriegen dich schon zum Switch-Partner. Ja, Dream On.
So, dann gehen wir jetzt nochmal in den Wald auf Expedition und dann haben wir das auch für heute, glaube ich. Großschwert habe ich auch noch nicht wirklich probiert. Wie viel Schaden macht der? 400, das ist eine Menge. Brauche ich noch ein bisschen was. Na ne, ich bleib erstmal beim Hammer. Ne, ich möchte die Morphax nicht. Don't want to. Oder, warte mal. Oder nehmen wir mal ein Schmetterschwert. Ey, da Kaya. Ich nehme mal so. Warte, ich nehme mal so ein Großschwert, warte mal. Da bist du ja, Fünfer. Hier so ein Schmetterschwert verbessern. Ist auch eine nette Summe. Probieren wir das Ding mal. Eine große Jagersklaue. Fancy shit. Hier brauche ich ein bisschen mehr für. Gut, also ich würde sagen, mit dem Ding gehen wir jetzt auf Expedition. Unser Ziel. Alles klatschen. Warte, ich muss erst in die Kantine. Ich muss. I have to futter first. First the futter, then the kutter. Das ist auch ein Katzenmaul. Und das ist ein gigantisches Steak. Das sieht super cool aus. Ey, ich liebe dieses Design einfach. Chefkochgericht. Ja komm, hit me with your best, Chefkoch. Hat die gerade ein ganzes Die haben gerade ein ganzes Ferkel auf den Huhn. Ein ganzes Huhn auf den Grill geschmissen. Und es ist trotzdem immer noch fast das. Nee, diesmal kriege ich ein ganzes Hühnchen und Spieße. Auf einem Dolch. Mein Typ frisst aber noch wie ein Schwein. Zur Expedition auf Bonn. Let's go. Aber ja, das hier, so eine Expedition machen wir noch ein bisschen und dann würde ich sagen, genau. Weil wie gesagt, ich würde zwar gern mehr machen heute, aber das Problem ist, ich muss heute relativ früh pennen. Sprich, ich muss mir irgendwo vorher nochmal was zwischen die Luke schieben. Und dann hoffentlich irgendwo pennen. Weil ich kenne mich, ich bin vor Zugreisen. Jedes Mal schaffe ich es nicht richtig zu schlafen. Mein Körper ist like, du musst dann aufstehen oder die ganze Welt wird zugrunde gehen wegen dir. So tickt mein Körper in der Situation. Deswegen, yes. Ja, yeah, it's fucked up. Definitely fucked up. Ich muss morgen um 7 schon aufstehen. Also, was heißt hier schon? Das bin ich früher eigentlich andauernd. Ich denke, es wird weitergespielt, weil jetzt... Ich komme besser rein in das Ganze. Ja, es ist nur noch die Expedition jetzt heute. Und dann, machen wir das nächste Mal weiter. Mit dem Objektbalken kannst du auf Spezialwerkzeuge zugreifen. Deswegen, my dudes. Flashbang! Deswegen noch ein bisschen was an Expedition hier machen. Oh, die Eichhörnchen. Diese, ich weiß, es sind keine richtigen Eichhörnchen, aber sie sind so fucking adorable.
Jetzt ist es auch Tag. Jetzt haben wir vielleicht auch Glück, um dieses verblödete Huhn nochmal zu finden. Wonach ich suche. Deswegen, yes. Wenn du nächste Woche sogar mitmachen. Das wäre cool. Alufe. Also ich schätze mal nächste Woche ja. Zwar nicht direkt, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe aktuell mega viel, was ich streamen möchte. Und das sind all die unterschiedlichsten Sachen, die ich streamen möchte. Weil, man hat mir jetzt auch gesagt, Need for Speed wäre jetzt auch mal tatsächlich eine Option. Es ist halt nur, dass, ne? Stimmt, I can't block shit mit dem. Ja, also... Hi. Nur, dass das Video irgendwie denn gestummschaltet wird, womit ich kein wirkliches Problem habe, solange der Stream an sich da keine Gefahr besteht, dass ich da irgendwie gebannt, geblockt, permabanned werde oder whatever. Wobei... Wenn ich jetzt irgendwie Need for Speed streamen würde. Nein, Stream absolut nicht. Du musst dich nur darauf einstellen, dass deine Stream-Aufzeichnung gemutet wird. Damit habe ich kein Problem. Das ist das Einzige. Ich meine, ich gehe mal sowieso davon aus, dass Leute sowieso eher live dabei sind, anstatt die Streams nachzugucken. Mhm. Meistens. Ich meine, du kannst nur vergessen, diese Streams dann auf YouTube hochzuladen. Ja, das ist mir bewusst. Das ist mir von Anfang an bewusst. Da kenne ich YouTube schon mehr als genug. Da mag ich Twitch sehr, dass du einfach wirklich alles an Musik spielen kannst, aber ja, es halt nur es im halt Nachhinein. In den Nachhinein nicht mehr anhörbar ist. Ja, das finde ich so gut. Weil deswegen, ich würde so gerne mal wieder so einen älteren Need for Speed Teil spielen. Also entweder Most Wanted wäre eine geile Idee, habe ich damals geliebt, oder Carbon wäre auch eine Idee. Es war vom Prinzip her genau dasselbe wie Most Wanted, nur halt, ich weiß auch nicht. Wie beschreibt man Carbon? Need for Speed Carbon. Kannst du nicht sagen. Es war, für mich war es wie Most Wanted, nur halt ein bisschen anders. Ich habe nur Underground selber gespielt. Need for Speed 2 habe ich dann noch bei wem anders geguckt, oder Underground 2, aber... Underground habe ich den ersten mochte ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Hm. Underground 1. Ich hatte damit Spaß, vor allen Dingen, weil ich das letzte Rennen irgendwie gecheased habe. Ich weiß nicht warum, aber der NPC hat einen Überschlag gemacht und dann ist die ganze Zeit auf dem Dach hängen geblieben. Ich weiß nicht wieso, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das Rubberbanding in Underground einfach mal nur übertrieben OP war. Das war OP, das war absolut OP. Dass, wenn du einen Fehler gemacht hast, dass du instant überholt wurdest. An allen Ecken und Enden. Deswegen habe ich da ständig auf den Sack gekriegt. War doch großer Jagas? Großer Jagas klingt gut. Das kann ich gut gebrauchen, das Vieh. Alter, wenn du nicht aufhörst, mich zu insulten, natürlich dich gleich. Das Skyrim-Prinzip. Ja. Weißt du, bin hier mit einem in so einem Dungeon drin und ich mache hier einen auf Sneaky Pete und er sagt so, your attempt at hiding is shameful, bla bla bla. Entschuldigung, dass ich ein Assassine bin und nicht so ein Brawler wie du. Hi. Sneaky. Mwäh. Voilà. Klonk. Mit dem Ding jetzt blocken kann, das ist jetzt was, wo ich mich erstmal dran gewöhnen muss.
Apropos, das ist das gilt, was du gerade hast, als Hammer, oder? Es ist eine Großwaffe, ja. Wieso? War halt. Hat die nur das Moveset vom Hammer, oder? Nee, es hat ein komplett anderes Moveset. Ach so, ich dachte, das ist so ein Draufhauen. Nee, bislang habe ich keine Waffe gehabt, wo wie dieselbe ist. Okay. Ich muss halt nur noch rauskriegen, wo hier die richtig guten Kombos sind bei den Waffen. Cheryl guckt einfach nur zu, wie ich die Dinger hier am Morde. Matoro und Leon sind ja hier irgendwo. Hm? Oh. Knochenhaufen. Ich habe schon so viel Geld, ich weiß gar nicht, was ich damit tun soll. Kauf dir ein Haus. Alter, Knochen. Yes. Hab ich schon. Kauf dir noch ein Haus. Nee. Kauf dir noch ein Haus. So mache ich das immer. Beziehungsweise ich will erstmal ein Achievement haben, das nennt sich Goldhamster. Also sprich 100.000 Gold haben. Ja, schon fast. Oh, oh, Vogelspur. Da ist irgendwo dieser Vogel. Eine Pretestore. Ruff. 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 I'm in the rough. Eating. So, wo ist dieses Vieh? Wo ist dieser scheiß Vogel? Geflüchtet. Geflechtet. Der auch. Also kannst du einen Vogel gerne flechten, wenn du willst, ja. Nani! Geht da. Danke, dass ich mitspielen durfte. Kein Problem. Ich finde es cool, dass das so simpel funktioniert eigentlich. Ich habe es schlimmer erwartet. Oh shit. Matoro, sag doch, dass du hier... Und sag doch, dass du den Vogel hast. Da ist dieses Vieh. Auf ihn! Fuck okay. That bird! Hier notieren, Matoro hat einen Vogel. Okay. Fuck that bird! Oh, stimmt, ich kann ja Angriffe aufladen. Mit dem Ding. Oh shit, ein T-Rex auch direkt. Wow. Wow, okay, oder auch nicht. Get that bird! Leon versteht mich. Just get that bird! Das andere Gesochse kommt später. I want this bird and I want it now. I want this bird and I want it dead. Weiche den Angriffen aus. Vergiss nicht, dass du auch blocken kannst. Schlachtet das Ding. Blödes Mist. Komm, gib mir... Ah, shit. Ich glaube, das ist nicht das, was ich gebraucht habe von dem Vieh. Shit. Vor allem, das war ein T-Rex und ein Raffian.
weiß, das Ding heißt nicht T-Rex, aber ich nenne es trotzdem T-Rex. Deal with it. So, jetzt ist er dran. Au. Oh, I get it. Full auf die Nase. Fuck. It fucking eats me. Und ich lebe noch. Schmeckt's nicht. Ja, ich glaube, ich schmeck echt nicht. Ja. Fuck. Okay. Get the motherfucker! Oh, ich muss aber echt sagen, jetzt so mit anderen Leuten, ich verstehe jetzt echt, woher der Spaß kommt. Also, Alter, voll überfahren worden von dem Vieh. Scheiße. Oh, fuck. Erstmal ein Trinken. Yes. Oh Mann, das Ding macht zwar Schaden, aber ist mir viel zu langsam eigentlich. Das mit der Schleuder habe ich ganz ehrlich, habe ich aber auch noch nicht so ganz verstanden, was die Dinger bringen. Ich sehe da immer nur einen Schaden und ich weiß nicht. Wenn du schlau bist, kannst du mit der Schleuder Monster ablenken. Ach so. Wenn ich schlau bin. Ich sag dir das ja nur ungern, mein lieber Jägerfreund, aber das bin ich leider. Noni! Nicht. Moment, Shadow, kämpfst du gerade und hast gleichzeitig donated? Jesus Christ. Multiskill. Du bist einfach zu schlecht, Shadow. Ja, ich merk schon. Das Game ist so einfach, dass du gleichzeitig nebenbei hast. Das ist immer echt genau das Ding. Main attack, walking. Aber gut, vielleicht sollte ich irgendwann wirklich mal diese Morph-Waffen probieren. Trifft sich gut.
Nach dir suche ich eigentlich auch schon die ganze Zeit. Yikes! Die bekämpfen sich gegenseitig, lol. Wie praktisch. Shit, ihr rennt jetzt alle dem... Oh, fuck. Okay. Don't mind me. Ich stech nur ein bisschen auf das Gerät hier ein. Ich hab keine Ahnung. Ich komme hier nicht... Ich komme auch nicht weg hier. Ich hänge an dem Ding fest. Oh, fuck. Oh, fuck. Haben die das jetzt gefangen? Habt ihr den Megadino jetzt schon... Habt ihr den gefangen? What the fuck? Weißt du, während ich mit dieser großen Kampfechse hier beschäftigt war... Warte. Yes, they have. Ich glaube, die haben schon ein bisschen Erfahrung in dem Ding. Ja, ich weiß noch nicht mal, wie man Monster überhaupt fängt, you know? Ein Schläfernetz drauf werfen. Ich hab nicht mal was zum Einschläfern. Hast du keine Schlafgasbombe? Nee. Okay. Ich glaube, wenn du wiederholt mit einer Axt auf ihrem Kopf hämmerst, schlafen sie. Ich glaube auch. Hat sich jetzt relativ zuverlässig hier, ne? Ja, Nahrungskette halt, ne? Allein schon das Nahrungskette. Whee! Wow! Get fucked! Alter! Das war eine Menge Schaden in kurzer Zeit. Das war verdammt cool! Nochmal! Okay. Alter. Das kommt definitiv in die Montage. Nani? Ja, vor allem hab dich reiten sehen. Weißt du, ich lande aus Versehen auf diesem Vieh und komm nicht mehr runter. Ich kann auch die Reichweite noch nicht einschätzen. Jetzt der Drache. Ja, gute Idee. Bin gleich da. Ich muss nur das Wildlife ein bisschen dezimieren. Ich höre einfach nur so ein abgefucktes... Ja, ich merke schon, der heilt mich, der Nebel. Das ist voll cool. Aber ich bin gerade voll, also... Ja. Ach, Matoro rennt hier mit einem Dudelsack rum, oder? Hey, ich höre nur so Didgeridoo-Sounds. Aber mal zum Orchester daherziehen. Okay, ready for action. Wo
Wo ist denn dieser... Da! Da ist das Vieh. Nani? Das Jagdhorn. Stimmt, die Supporterwaffe, die habe ich auch schon gesehen. Stand allerdings auf meiner To-Try-Liste relativ weit unten. Wobei ich es mir echt vorstellen kann, dass sie echt trotzdem verdammt wichtig ist. Also einfach super Supportwaffe. So. Oh, da ist er. There's that fuckface. Get him! Das kann vergiften? Wieder was gelernt. Schlürf, schlürf, schlürf. Oh oh. Oh, 166. Ich bin viel zu langsam mit dem Ding. Das Ding ist langsamer als der Hammer. Voll auf den See. Oh geil, a second one. Ouch. Get fucked. Oh, heute Abend wird geschlemmt. Au. Nachdem wir auf den Sack gekriegt haben. Fuck, 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 fuck. Welchen haben wir jetzt schon angeschlagen und welchen nicht? Fuck you. Komm! Du Fickvieh! Didgeridoo, didgeridoo. Wo ist denn der andere jetzt hin? Einfach jetzt kommen schon zwei dazu. Ja, what is even happening? Das frage ich mich auch gerade. Okay, der will hier Round 2. Nur denkt er sich, hö, ich kann fliegen. Au. Alter, sind die Dinger schnell. Bringt mir seinen Kopf! Aber stell sicher, dass er schläft. Ja. Whatever. Um genau zu sein, stell einfach sicher, dass es tot ist. Stellt sicher, dass man es essen kann.
verdammtes Biest. Hinterher. Vor allem, wo ist der andere hin? Weißt du, das eine Vieh hat sich gedacht, ja geil, I joined the action. Und das andere hat sich gedacht, ja, geil, welchen haben wir jetzt zuerst gekloppt? Haben wir den Namen gegeben oder sowas? Eieiei. Zwei Raffias, Raffalos, zwei Raffaras, zwei Raffaels. Raffaelos? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen. Ich sag einfach Namen. Also im allgemeinen Verständnis, Kloposaurus, Flingosaurus, Flugosaurus, Blitzosaurus, Fuckvogelsaurus, frisst mein Gesichtosaurus. Genau, das sind so die Arten. AA, es frisst meine Eingeweidesaurus. Ja, genau. So läuft das hier. I changed this fireball with my face. Yo, get spült! Das Ding wurde einfach weggespült! Wow! Ich hab das Ding sogar getroffen! Okay, ich glaube, das sind so langsam diese epischen Momente. Kann das? Alter, erstmal aus 3 Kilometern Höhe runterspringen auf einen fucking Drachen. Oder Wyvern, whatever you call it. Wie ist die Bein-zu-Flug-Ratio? Es ist schnell in der Luft. Ich will doch nur diese... Wie viele Beine hat es und wie viele Flügel? Ich weiß nur, dass es zu viele Zähne hat. Ja, weil so unterscheidest du Drachen, Wyvern, Würms und den ganzen Scheiß. Je nachdem, wie viele Arme und Beine und Flügel es hat. Es ist ein Fliegokopterende. Nein, das ist wichtig. Eine Raffianplatte. Eine Raffianplatte, das klingt auch irgendwie, als gäbe es das mal. Warum hast du Raffis Platte? Was? Eine Raffianplatte. Wo ist dieses andere Vieh jetzt? Wir hatten noch 2 davon. Eine Raffi-Platte. Eine Gum-Gum-Platte. Ist das jetzt so eine Kinderteller auf Raffi-Format ausgelegt oder hat Raffi sich eine Glatze geschnitten? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, hier? Über uns? Irgendwie über uns. Oh, hier. Oh fuck. Das wollte ich nicht. Ah, hier. Deep Jungle und so. Wo zur verfickten Hölle muss ich hin? Ich hab keine Ahnung. Sag doch mal. Ich hab keine Ahnung. Was machst denn du? Sag doch mal. Was machst denn du? Ich suche den Typen, der mir ein Falmer-Lexikon übersetzen muss. Aha. Ach. Ich habe einen Drachen gehört. Du meinst jetzt, wo du den Abbrief machen kannst oder wem du es geben sollst? Wem ich es geben soll.
Ich weiß auch, wer er heißt, aber ich weiß nicht, wo er ist. Warte mal, hockt der Typ nicht im Rattenweg und hinter dieser schwer zu knackenden Tür? Ist das Hauptquest, was du machen musst? Nein. Nein! Das ist irgendeine Nebenquest, warte, das ist, ich muss mit Calzemo reden. Calcium? Calcemo, der soll mir etwas, ein von einem anderen, von den Nachtigallen oder wie sie heißen, geschriebenes Journal übersetzen. Ach so. Ach nee, warte das mal, der Marker. Typ, den ich jetzt... Ist ein Marker? Das ist ein, der Dude ist ein Marker. Ja gut, da kriegst du halt diesen Abrieb her. Warte mal. Abrieb? Die haben da so diese Wörterbuch, Übersetzung auf einem Stein drauf. Ja, ich muss glaube ich erstmal das finden, der mir sagt, dass ich diesen Abrieb holen soll. Nein, fuck. Ach so rum. Hm. Gut. Das weiß ich jetzt gerade aber auch nicht auswendig. Also den Typ, der mit der Tür, den ich jetzt gerade im Kopf hatte, war ja der Typ aus der Hauptstory, wo man wegen den Drachen hin musste. Hm. Nani! Ich bin gerade... Ja, ich weiß nicht, dass es den Marker macht, nur ich bin gerade trotzdem verwirrt, wo ich lang soll. Dieser Dschungel hier ist so... Alter, in der Zwischenzeit prügeln sich die beiden da schon mit dem Vieh. In der Zwischenzeit sind hier überall nur Funken. Hä? Wieso so... Ich kann doch da so nicht hoch. What the fuck? Hier. Show me the way, my Funken. Mach das Vieh nicht ohne uns fertig. Ja doch, das sieht jetzt relativ richtig aus hier. Ich hab mich hier voll verlaufen gerade. Voll verhasselt. Ja, ohne Scheiß. Das war jetzt hier gerade echt merkwürdiger Ort. Ich folge jetzt einfach den Leuchtkäfern. Die werden schon wissen, wohin es führt. Da kannst du dich in die leuchtenden Insekten ranziehen. Ach, wat. Ja, wird mir dann später kommen. Fast da. Ich höre den Drachen schon. Wyvern, whatever. Fight me. Kommt drauf an. Wenn es diese Flügel, Flügelfüße hat, dann ist es, glaube ich. Das ist ein Wyvern dann? Ich muss noch mal gucken. Es gab so ein schönes Drachenlexikon darum. Da ist er. Da ist er. Jetzt. Komm, jetzt fahr nicht in die Richtung, wo ich gerade herkomme, du Mistvieh. Ich schlitz dich auf und häng dich bei mir irgendwo an eine Trophäe hin. Das klingt wie eine Drohung, dabei hast du das die ganze Zeit geplant. Exactly. Okay, okay. Oh, you get fucked. Get fucked! Scheiße. Fuck, 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 fuck. Ihr habt dem Ding den Schwanz abgehakt. Fuck. Das ist extra Loot. Shadow 2018 in der Nutshell. Er rennt durch den Wald und packt den Schwanz ab. Da kann man so stehen lassen. Wie viel Zeit denn das kaufen? Mhm. Das Großschwert ist mir definitiv doch ein bisschen zu groß. Könnte man sagen. Der hat nur zwei. Der hat Flügel und zwei Beine. Ja, doch, das kommt hin. Ist in etwa das, was ich hier gerade umbringe. Schmeckt bestimmt gut auf Toast.
auf den Helm! Uffe Ömme! Panzer, Gewebe, Panzer. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir umbringen können? Ja, das ist ein Silbern. Wieder was gelernt. Badabba, 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 badabba. Alles, was nur zwei Beine hat und Flügel oder die Flügel wie Füße benutzt, wie eine Fledermaus, nennt man Vivon. Ah. So, können wir uns dann noch ein bisschen so umgucken. Weil so lang... Alter, es ist dafür, dass ich gesagt habe, nur noch diese eine Expedition. So. Meine Fresse, was geht schon wieder? Sniff. Ganz eben, ach, ganz oben liegt noch sein Schweif. Ja gut, warte mal, dann holen wir den mal. Okay, wir können es auch Schweif nennen, dann klingt es weniger schlimm, durchaus. Ja, habt recht. Schwanz. Du hast seinen Penis vergessen. Danke dir, Matoro. Vielen Dank. Jesus Christ. Hat Schwanz gesagt. Das Ding heißt Schwanz. Schweif ist, wenn es nicht wirklich ein, weiß ich nicht, ein etwas Festes ist, wie ein Pferdeschweif. Das sind nur Haare. Hm. Also nenne es Schwanz. Schwanz! Du sagst Schwanz dazu! Meine Güte, ein Penis kann doch nichts dafür, dass irgendein Idiot sich mal dachte, hey, benennen wir es nach dem Ding, was Tiere hinter sich herziehen. Nenne Schwanz. Das kam gerade einfach so seit dem Motto. Nenne Schwanz. Ich bin mir so sicher, dass wir sowas von gleich auf dem Discord-Server als Meme des Jahres veröffentlicht. 3, 2, 1. Diese Pussys, die nicht Schwanz sagen können, wenn sie Schwanz meinen. Jesus. Andy, wir haben es verstanden. Hör bitte auf, den Schwanz in den Mund zu nehmen. Ich nehme so viel Schwänze in den Mund, wie ich will. Hält dich keiner davon ab, aber nimm den Mund nicht so voll. Ich bin nochmal ein Großmaul. Der alte Schluck Specht. Oh. Ich muss echt sagen, also jetzt, wo das zusammen funktioniert, dann macht das echt um einiges mehr Spaß. Jetzt ist die Frage, gibt es hier noch irgendwo irgendwas, was... Ist respawn die bei einer Expedition quasi, oder? Warte mal, womit habt ihr es da gerade? Ihr rennt einfach nur rum. Okay. Also wie ich. Du ein blöder antiker Drach, jetzt komm du mal hier runter, mein Gott. Sieh dich gleich an deinem Schwanz aus dem Himmel. Wo ist er denn? Da. Ach, jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Achso, nee, warte mal. Das Schlimme ist, hier sieht immer vieles aus, als ob man hier längs könnte. Oh. Oh, ein großer Jagras. Leon fumbled it. Oh, aber erstmal auf einem Edelstein rumprügeln. Den Bogen muss ich mir mal auch irgendwann ausprobieren. Also auf jeden Fall nehme ich nicht mehr das Großschwert, das ist mir einfach zu klobig. Aber auf so einer Expedition ist das immer, finde ich, ganz gut auszuprobieren. Das ist keine wirkliche Bedrohung, sag ich mal. Kann man einfach mal ausprobieren. Oh, Jugend.
jetzt. Das hat nicht getroffen, wirklich. Oh, it's dead. Dead already. You fucking asshole. Gleich mal ausschlachten. Wenn der Squad ausschert und einfach alles rausschneidet aus so einem Vieh. Bleibt aber nichts übrig. Nani! T-Rex lebt wieder. Demnach lebt ja auch unser Hühnchen wieder. Unser Steinhuhn. Und den hätte ich ja viel lieber, weil den brauche ich für eine Waffe. Ja, ich will dieses eine Katana haben. Ich folge mal Leon, der weiß, was zu tun ist. He knows what to do. Er kennt den Weg. Folgt dem alten Rafiki, er kennt den Weg. I know the way. Ja, das ist ein großer Jagras. Ich suche Hähnchen. Was? Bitte nicht. Ich suche Hähnchen. Where is the Queen? Where is the Queen? Where you run? Where's that damn second Hähnchen? Oh. Gimme Hähnchen. Oder wir helfen erstmal bei dem Problem da. Klopfen erstmal noch einen T-Rex kaputt. Oh, Slide. Ja, erstmal bevor. Ups. Would you kindly? Danke. Ah, eine scharfe Klinge. Dingeli, dingeli. Ah, we found T-Rex. Nee, wir found noch so ein Ding. Oh, double trouble. Wow! Nicht klauen. Suddenly T-Rex. Okay. Setz ihm doch einfach einen Eimer auf den Kopf. Feuer! Hör auf mich anzugucken, du Spaten. Ich will dem was aus der Tasche klauen. Bin ihn um. Echt mal, bring ihn um. Ja, geht mal. Ja, ein Haus sein. Und? Du bist ein großer Junge. Stun. Oh, shit. Oh, vor allem die Combo hört auch manchmal nicht auf von dem Ding. Leute, ich lebe. Yay! Ach Mensch, Madame, ich war kurz weg. Ich hab gesagt, ich bin beim Essen. Das Problem ist bloß, nachdem wir essen waren, haben wir noch kurz die Küche aufgeräumt. Und dann habe ich realisiert, oh shit, wir fahren ja morgen schon so früh los.
Und da schaffe ich es nicht mal, Haare zu waschen. Also war ich nur schnell Haare waschen. Denn... Dinge. Dinge. Dann sind die Dinge eskaliert. Eskaliert nennen, sondern ich habe dann noch zum Beispiel ein paar Sachen realisiert, die ich noch nicht in meinem Kopf. Dann muss ich die erstmal zusammensuchen und ja. Die Viecher brüllen sich gerade nur gegenseitig an, ey. Ja, was ist denn auf dem Server los, Mann? Wie kann ich denn innerhalb dieser Zeit 95 Nachrichten verpasst haben? Spam. Memes. Ups. Nein, ich rede vom Hauptchat. Aber die Memes sind auch gut. 131 Memes! Okay. Lots of Memes. Memes. Oh fuck. Ah, fuck! In unserer Mini-Kantine hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Okay. Mhm. Nee, wo? Da. Nee, das. Schön, schön. Da muss ich hin. My friends, they need me. Oh shit, das sind beide. Kann sich weiter drehen? Yes, die Welt kann sich weiter drehen. Ich bin jetzt da. Nur mit dem Sandy. Seriously? Ja, zwei Drachen und T-Rex, also. Ich muss auf Triple Free. Ah, hier. Da ist der Schwanz. Okay. Super, welches Vieh jagen wir denn jetzt als erstes? Wir jagen Welt. Der ist hier ganz in der Nähe. Nani? So, okay, ob wir ein Chat kommen hier. Das ist doch mal ein Frühstück, ja. Oh wait, running the wrong way. And the wrong way, on the wrong town. Duh, 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 duh. Duh, nah, 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 nah. The wrong stuff. Bum, duh, duh. Ja, weißt du, eigentlich suche ich nur dieses durchgeknallte Hühnchen, was mich mit Stein beschmeißt, aber... Ich meine, wenn ich hier auch noch welche Drachen kriege, ne? Why not, ne? Ne? Mehr Schwanz. Genau. Was hätten Sie gerne? Einen Chicken McDragon. Und Dragon Nugget.
Leon hat die Sitzung verlassen. What? Oh. Das ist ja blöd. Oh. Das ist ja doof. Ja, warum muss dieses Nest von diesen Viechern nochmal so weit oben sein? You make sure you not come back. Ich finde das Meme so lustig. Ja, das Meme war auch schön. Ja, ein schönes Meme. It was a meme. Nice Meme. Nice Meme. 9-1 Meme. Nice Meme. Ein nettes Maymay. Ein nettes Maymay. Oh, boah. Renn mich über, why don't you? Insta-Schlag ins Gesicht. Ja, ich komm an, krieg auf die Fresse. Das war wegen dem Maymay, es tut mir leid. Das war wegen dem... Ich hätte es richtig aussprechen müssen. Amazing. Amazing. Weeha, motherfuckers. Weeha. Here in Texas, we don't like things like that. Ach, sehr schön. Der andere ist uns direkt ein bisschen zuvor gekommen. Wie freundlich. I get dick slapped. Wow, wunderbar. Na, fick dich, du... Scheiß Moskito! Moskito? Weißt du, ich bin gestunt und hab dann auch noch einen Anfall von diesem scheiß Moskito. Weil der sich denkt, geil, lass mal beißen. Boah! Mann! Ich kann heute nicht mehr reden. Get the fuck on my level. So, jetzt fehlen hier nur Ü und Ö. Ü, Ö. Oh, wie hießen die nochmal? Umlauten? Umlaute, ja. Umlauten. Umlaut hieß der Spaß. Oh, das war. Oh, das erinnert mich wieder an eine Szene letztens. Da bin ich auf Arbeit und mache mit den Kindern Hausaufgaben. Und dann fragt die ganze Kinder, ihr sag mal, die machen gerade Deutsch, ne? Und dann so, ja, was muss man denn da machen? Ich so, warte mal, ich guck mir das kurz an. So, und dann lesen wir so die Aufgabe durch und dann sind wir immer, eine so der Aufgaben, manchmal sind wir so ein Hilfskästchen. So, da hatten sie wirklich das gerade mit Ä, Ü und Ö und sowas. Ich geh jetzt mir das so durch. Ich so. Ach, das ist das. Und dann sind da so ein paar Fachwörter, die ich. Fachwörter in Klammern, weil es ja eigentlich jeder wissen sollte. Aber dann lese ich mir es durch und ich so. Oh, Scheiße. Und dann so. Ah, die heißen also Umlaute. Was hast du gesagt? Ach, nichts. Also, ich erkläre das mal. Weil ich glaube, wenn du dann den Kindern erzählst, du hast keine Ahnung, was Umlaute sind. Du hast keine Ahnung. Die gucken dich an wie ein Dorsch, ey. Das ist. Ja, Vivi ist surprised. Definitiv. Meine Fächer waren immer so Englisch und Kunst und Musik. Das darin, da konntest du mich alles fragen. Aber Deutsch und Mathe, Hilfe. Na, wobei in Deutsch hatte ich immerwegs noch eine 3. Ich war gut in Lyrik, muss ich sagen. Aber ansonsten, ja. Kann man machen. Ah, jetzt haben sie das Ding gekillt. Jetzt muss ich dann nur wieder hochfinden. Damit ich das Ding auch auslooten kann. Was ist das Problem, wenn du da stirbst, ne? Du denkst dir, geil, ganzen Weg wieder nach oben. Es gibt ein Lager da oben. Echt? Wo? Das muss ich gleich mal finden dann.
Erstmal will ich dieses Ding aufschneiden. Diesen scheiß Drachen. Ich kann es dir gern zeigen. Das wäre cool. Warte mal, ich bin gleich da. Und ihr waved mir dagegen. Weißt du, ich werde von dem Drachen gechokeslammt. Weißt du? Und komm wieder hoch. Hier waving bye bye. Boah. Weißt du, wird von diesem Wyvern gechokeslammt. Alter, ihr habt dir viel das Rückenmark rausgerissen. Okay. Okay, nice. Okay, Motoro, bin da. Ready for action. Ach, nee, guck mal, ich sehe schon. Da, ne? Ja, hier. Das ist, sogar fast schon... Alter, das ist hier wie bei Tarzan. Oh. Alter, das ist aber cool hier. Tatsache. Um ein Lager aufzuschlagen. Cool, danke dir, Matoro. Das ist nice. Hier oben Lager zu haben. So, also am liebsten würde ich jetzt noch einmal so ein Hühnchen klatschen. Und dann würde ich es gut sein lassen für heute sogar. Deswegen suchen wir jetzt am besten nochmal so einen ollen McChicken. McChicken mit Rock. Alter, wohin? Du kannst jetzt wieder essen. Das sagt mir mein Magen ständig. Oh. Honig. Und was auch immer das ist. Warum ist es ja auch ein Lager, basically? Mandragora, ja, das ist bestimmt gesund. Klingt wie eine Krankheit. Mhm. So, dann lass mal doch. Mandragora im Endstadium. Genau. Ich hab Mandragora im Endstadium. So, dann lass uns mal. Okay. Du sollst da runter. Nein. Ah ja, genau, dieses Agro-Eichhörnchen. Das stimmt, das gibt's auch noch. Ich habe Mandragora am Endstadium. So, mal. Seid ihr jetzt? Nee, hier. Da seid ihr. Gekritzel. Oh, irgendwas habt ihr gefunden. Noch ein Dino? Nochmal den hier? Das ist auch ein Hähnchen, aber es ist ein großes Hähnchen. Also wir haben es aber auch mit den hier Ruffians, Ruffalos, Vamamos. Klingt auch ein bisschen Spanisch. Jetzt kommt mir Rotter die ganze Spezies aus. Oh shit. Ich hatte ein Ei. Und wieder. Nein, 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 nein. Pack weg und schluck. Sekunde mal kurz. Yes, I can. Okay. Back to business. Oh, Treffer. Und gedankt. Gedankt, Don. Oh, fuck.
Oh shit! Okay. Noch hab ich. Noch komme ich klar. Look, look, look. Oder fuck mich ab. Okay. Oh, der schmeißt mich natürlich nicht da oben raus, ne? Oh. Come on. In unserer Mini-Kantine hier gibt es Essen, das dich für die Jagd stärkt. Ach komm. So. Mhm. Ach, Mann, ich will immer nicht an den... Ich will die Viecher anmarkieren. Aber irgendwie möchte das Spiel immer alles andere markieren, außer, ne, die Viecher. Come on, I need to draw an A. Ich runterfallen. Spiel, wo möchtest du immer, dass ich hin? Ja, jetzt bin ich wieder... Hä? Ich sag mal, verarschen kann ich mich selber, Spiel. Also, ohne Scheiß. Nani is a fuck. Ja, ist echt so. Manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel verarscht mich. Bringt mich erst einmal zur untersten Etage, damit ich möglichst weit laufen darf. What the fuck? You want to enjoy this game? Well, too bad. Welchen Weg schickt der mich jetzt? Was ist das für ein Wegfindungssystem? Hashtag fast driven. Das Schlimme ist, man hat mir ja jetzt gezeigt, dass da oben eine Basis ist, aber die kann ich noch nicht benutzen. Die kann ich leider noch nicht benutzen, weil ich dafür einmal zur Dings zurück muss. In the Navy. Und bis ich jetzt wieder dabei den bin, ne? Oh, ich fühle mich so fucking worthless jedes Mal dabei. Was? Weißt du, ich bin der Erste, der stirbt und der Letzte, der irgendwie was tun kann. Naja, aber du spielst es ja auch noch nicht so lange. Du musst ja erstmal reinkommen. Du bist noch ein Rookie, Alter. Du bist noch das Tutorial-Level. Ja. Ja, ich glaube, das Gelbe sehe ich da sogar. Das Gelbe vom Ei? Nee, ja, das auch. Das Problem ist, es dauert erstmal, bis ich da überhaupt ankomme. Ich habe auch völlig die falsche Waffe eigentlich. Ja. Hä, was für einen Weg schickt der mir? Ach, weil ich Matoru folge. Ja, deswegen. Das meine ich die ganze Zeit. Ich will eigentlich erstmal, ne, was anderes kurz erledigen, aber... Oh, warte mal. Das macht mich gerade bekloppt hier. Cheryl hilft mir da ja gerade, deswegen gehen wir hier lang, genau. Ja, Mr. Kaisermann hat recht. Du musst erst deinen eigenen Stil finden. Ja, und der mit dem Megaschwert hier ist es auf jeden Fall nicht, das weiß ich. Das Ding wenn ist. Du ihn wenn du ihn fast gefunden hast, dann so. Don't lose your. Wenn du ihn fast gefunden hast. Okay. Ja, so. Wenn du. Was? Wie bin ich das Gelbe? Du warst das Gelbe vom Ei, okay. Cheryl? Cheryl war das Gelbe vom Ei? Ja, sie ist jetzt hier gerade extra noch geblieben, damit ich hier die extra Teile bekomme. Aber du weißt schon, dass das eigentlich was Positives ist, wenn man das Gelbe vom Ei isst, oder? So, wo sind jetzt die anderen wieder? Es gibt auch so ein Lied. Ist das mit Cholesterin? Es gibt auch so ein Lied, das heißt von wegen hier so. Also, es geht so nach dem Motto von wegen so: Du bist für mich das Gelbe vom Ei. Denken wir, die ein Talent, Lieder zu kennen, die unsagbar peinlich dämliche Texte haben. Mhm. Das ist mein Leben. Wieso sind die denn jetzt wieder... Mein Leben! Ohne Witz. Ich bin wie in der Nutshell. Genau. Würde ich nicht ständig so eine richtig dumme Sachen raushauen. Wäre das nicht ich? Stimmt, dann wäre es nicht dein Hut. Das ist gar kein Hut, das ist eine Ente, die so tut, als wäre sie eine Mütze. Quack. Boah, aber ich hasse diesen Wald gerade dafür, dass man die ganze Zeit diesen Weg wieder rauf und runter muss. Ohne Scheiß.
Und dann diese fliegenden... Oh, hi! Okay. Kein Problem, Mann. Cool. Jetzt nur für dich. The fun never stops. Ducky! Gerade eine Falle gestellt. Oh. Could you please? Du Shit. Oh Mann, die Leute machen das schon mal, bevor ich überhaupt halbwegs da bin. Oh Mann. Noni! Oh, vielen Dank für eure Bits, Leute. Jetzt habt ihr das Ding gefangen? Shadow springt runter. To be continued. Ja, weißt du, und dann ist das Ding wieder hier oben. Und, Alter. Und sie haben es eingefangen. Ergo, mehr Loot. Damn Jojo-Memes. Damn Jojo-Memes. Was können wir mit diesen Eiern anstellen? Essen? Abgesehen von Essen. Ausbrüten. Backen. Bemalen. Noni. Auf der Karte unten links markiert, er erspart Frust. Als Steine ausgeht? In die Hose stecken und blöde Sprüche klopfen. So. Ach. Meine Mutter sagt, ich soll mal mein Zimmer lüften, aber das würde nicht funktionieren, wenn kein Durchzug ist. Aber es wäre zu spät, um jetzt zwei Fenster in verschiedenen Zimmern aufzumachen. Also habe ich mir jetzt einfach einen Ventilator genommen, mein Zimmer aufgemacht. Eier sind mein Fenster aufgemacht und dann pustet jetzt der Ventilator Luft in mein Zimmer. Was wow. So ein Gamer alles macht, um nicht die Natur reinzulassen. Es funktioniert. Nein. Es ist so gemacht, dass die Luft von außen hier reingeboostet wird. Mhm. High Quality Content. Guck mal, ist Nana. Hallo. Hi. Nana! Hey. Was eine Ehre! Oh, was ist Nana? Ach ja, schön. Oder so. Na da! Ja, was? What? Was verschafft uns die plötzliche Ehre, nein? Genau das. Genau das. Ohne Worte. Du halt, bist du das, wo es Curry? Ja, genau. Es wird gerade im Chat geschrieben, wow, jetzt höre ich auch mal Nana. Naja, das Genuschel, was man von ihr versteht. Digga, Schnauze. Sei mal lauter. Nana! Ja, das ist eine angenehme Lautstärke. And his name is Nana. Oh, witzig. Oh, der ist name is Nana. Absurdism. Ordinaris. Wir wollen Whisper. Wie wär's denn mit einem careless Whisper? Nimm mir was an, Patrick. Ich sehe schon, wie Shadow sich seine Schläfen massiert. Basically. Und dabei noch am Spielen ist. Ein ja, Teufelskerl. Eben. Ja, er kann das. Shadow massiert sich die Schläfen, das heißt, er muss über irgendetwas nachdenken. Vielleicht ist er bei. Und er denkt sich so, warum? Warum? Es ist noch nicht schwer genug, Copyright auf YouTube zu umgehen. Ja genau, wer ist Nana? Nana, erklär mal, wer bist du? Nana, das ist Nana. Du Frage, wer ich bin, ne? Also, ich bin das kleine Teufelsbraten, 3 Jahre jünger Ding von Bibi. Kurz gefasst, ebenfalls Mitglied von Catchout, meine jüngere Schwester. Ein Braten. Ja. Ein Schnitzel. Ein Schnitzel. Ein blonde Schnitzel. Ein blonde Schnitzel. Also ich kenne ja ein blondes Bier, aber ein blondes Schnitzel. Wenn sie das Fenster offen lässt in der Nacht, haben wir ein cooles Blondes.
Ich fand den lustig. Meine Damen und Herren. Danke. Andy und sein Soundboard, ne? Wer liebt das denn? Komm mit mir bitte! Klingt wie so ein Spielmannszug. Ja, ne? Oh mein Gott. Sehr untalentierter Spielmannszug, der nach 3 Anläufen vergessen hat, wie das Lied geht. Hey, Matt, wir gehen doch nochmal. Schlag einfach auf die Trommel. Ich hab keine Ahnung. Na, jetzt ein Blätter. Ja, genau so geht das. Oh nein. Oh! Oh! Okay. Was war das? Ich weiß. Ja, ich wusste gar nicht, dass das geht. Eine Endarmee! Ich kann meine die Tasten ja gedrückt halten. Oh. Hä? Ist gerade wirklich jemand in die Konfi gekommen oder hast du jetzt so einen Discord-Sound auf deinem Soundboard? Das wäre ein cooler Sound. Oh, das wäre so gemein. Hey. Hallo! Wer ist ja alles erschrocken? Ich bin zurück vom Leuchtsamstag. Oha. Das ist ein Maschinen. Der heilige Kung-Fu-Jesus. Kung-Fu-Jesus. Also wenn das Kung-Fu wäre, wäre das andere Schmerzen. Ja, scheißegal, ob es Kung-Fu ist oder nicht, du bist auch nicht Jesus. Ich bin Jesus. Ja. Klappe, Judo-Teufel. Was bitte? Jesus? Mr. Jesus. Käse, dann können wir mal. Jesus Christus. Yes. Mit Laktose. Intolerant. Ja, jetzt muss ich nochmal. Jetzt müssen wir die Expedition auch eher brechen. Mein Beutel ist. Ich bin komplett voll mittlerweile. Mein Beutel ist voll. Ja, mein Klaus. Beutel. Mann, ist also Jesus Christus mit Laktose. Ich wusste schon immer, dass es eine Giftspritze ist. Oh, wie heißt das Lied? Painful Death to the Lactose Intolerant? Ja, denkst du dir schon wieder einen Namen aus? Nein, das Lied gibt's wirklich und es ist super gut. Ich habe das gestern gefunden. Ich schmeiß es auch mal in den LH-Fanserver für in Videos rein für Leute, die es eventuell interessiert, worüber ich rede. Ach, da hat Unge seine Infos also her. Das Lied ist so gut. So schön russisch angehaucht. Lucha, Picha. Vodka, Vodka. Schmeiß ich den jetzt mal am besten weg, Alter. Da sehe ich auch Seltenheit, sich jetzt erst. Ich habe nur Seltenheit Level Stufe 4 Dinger nur noch. Scheiße. Dann tausch das mal hier mit. Das scheint mir trotzdem sehr wertvoller. Meine Güte, wirklich. What the fuck? Alter. Alter. Bisschen lauter, ich hab's nicht mitbekommen am Mittelteil. Es ist so ein gutes Lied. Ja, ich bin ein Mysterium. Oh, Sharon, generell, euch allen vielen Dank, dass ihr mir hier heute überhaupt geholfen habt. Das ist super cool. Und ich sag mal so, jetzt macht das Ganze hier auch um einiges mehr Fun. Ich geh Teamwork. Vier Seile sind ein Team und du machst Work. Wir halten zusammen. Wie ging das Lied noch? Irgendwas mit Samen. Jetzt sind alle Zeit, Wind sind wir zwei bereit. Im Chat wird gerade geschrieben, Nana ist ein Mysterium. Alles und nichts gleichzeitig. Oder einfach nur ein normaler Mensch. Stimmt, weil man geht Arm drücken? Was? Nana ist ein Ministerium. Okay, Moment. Das Mysterium ist in Berlin. Nana, das Mysterium. Wie geht das Mysterium steckt zurück. Wo ist das Illuminati? Wie geht denn Arm drücken?
Wow. Und ich hallo. Manchmal. Also wenn mir vorher einer sagt, wie Armdrücken geht, dann gerne. Dann komme ich gerne nochmal nach oben. Komm zu mir. Du greifst dir den Arm des anderen und knallst ihn. Wie wir beide so. Ja, also du nimmst dir so einen Arm. Ja. Und Kreis smashen. Oh, es ist also ein Mash-Spiel. Okay. It's a Mashing. It's a Mash Battle. You want a Mash Battle? Okay, you get a Mash Battle. Richtig hart Gedankenübertragung. Hat das Ding Crossplay? Ich weiß es nicht. Seid ihr jetzt alle auf der PS4 hier mit mir am Fighten gewesen? Oder hat das jetzt. Oder sind die tatsächlich so schlau gewesen und haben gesagt, ja geil, Crossplay klingt nach einer guten Idee, lass mal machen. Weil ich sag mal so, der Netcode ist an sich super. Ich hatte jetzt nicht irgendwie das Gefühl, irgendwie Lag zu haben. Nee, es wird gerade geschrieben, es gibt kein Crossplay. Oh. Ja, das ist ja gemein. Deshalb warte ich auf die Steam-Version. Kappa. Nugget. Was? Oh! Ach Gott, der hat wieder seine Chris-Momente. Da würde ich dich so, so easy besiegen. Ja, ich weiß. Ich bin nicht gut im Mashen. Definitiv nicht. Was ist denn hier alles gerade am Eskalieren? Aber dass man hier Armdruck machen kann, ist cool. Stell dir ganz wichtig, stell dir einfach vor, du verprügelst einen Stein. What's going on here? Alter, Moment, wie viele Leute sind jetzt in dieser Crew? Oh, Mitgliederliste, also ich. Alter, 7 Leute mich eingeschlossen, das ist cool. Das ist schon ein Clan, Alter. Das ist schon ein kleiner Clan hier, ja. Das ist schon irgendwo cool. Aber ich gehe jetzt nur nochmal meine Rüstung nochmal upgraden oder generell Schmiede. Und dann mache ich den hier auch für heute Feierabend. Wie gesagt, es ist halt eine. Darf ich auch in die Jägergruppe? Klar, das ist kein Ding. Findest du auf. Muss ich mal gucken. Bleibt diese IP, die ich habe, bleibt die bestehen oder ist es jedes Mal eine neue? Also wenn du dieser Jagdgruppe beitreten willst, das ist Shosh Unity. Wenn du da unter sein willst, dann ist vollkommen cool. Ich weiß ja nicht, kannst du Anfragen stellen? Weil wenn ja, dann sage ich das nächste Mal ja und dann ist cool. Ich weiß ja nicht, ob ich nur einladen kann. Channel muss immer neu gemacht werden. Ja gut, das ist unser längstes Problem. Dann kopiere ich halt jedes Mal die IP in unseren, in den Fanserver. Und dann schnack mich nicht von der Seite an. Ja, ich habe zu tun. Ich muss meine Ausrüstung machen. Apropos Fanserver, Nana, willst du auch im Fanserver? Ja. Dann guck mal hier bei uns im, im Ketchup-Server und dann oben bei angepinnte Sachen, da hat Andy das rangepinnt. Sollte jetzt mal neu sein, aber man kann die Jakob oben sofort der Glocke. Neben der Glocke. Du musst einfach nach Glocken Ausschau halten. Insofern sollte es so gut sein. Moment, das heißt, ich muss Shosh Unity jedes Mal neu erstellen? Sehe ich das richtig? Scheinbar. War ein bisschen doof. Oh. Check. Ah, okay, warte mal, schreib mal was. Okay, nice. Warte mal. wie mache ich sie denn zum Black Ketchup-Dingsy? Ach ja, das kann ja nur ich, Moment. Ja, mach mal bitte. Sorry, ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich euch die Möglichkeit geben kann. Ah. Wie ist sie denn? Wahrscheinlich bist du einfach der God of Hyperdev oder so. Ach so, die Shosh Unity-Gruppe, die ist immer, okay. Das ist cool. Und dann machen wir mal das hier. Memes. All the memes. Nur der Channel. Ja, okay, gut. Der Channel ist ja kein Problem. Den poste ich dann jedes Mal, wenn ich dann zocke, auf dem Server die IP. Und dann kriegen wir das hin. Okay. Wieder gut, dass wir so einen Server haben jetzt auf einmal. Ja. Man muss sich ja zu dem Glück zwingen. Ja, sorry dafür, by the way. Sag mal Hallo, Nana.
Hallo. Ach, Hannah. Das ist aber egal. Oh, Hannah has Familie. Familie has alles gesagt. Oh, Hannah has Familie. Familie. Oh, Hannah heißt, macht den Abfall. Und Friend and that. Oh, so weiß. Friend and that, aber. Bin irgendwie aus der Stimme rausgewachsen, ich kann sie nicht mehr so gut wie damals. Oh, Stitch ist ein Stimmbruch. Dann klingt die Stimme auf einmal so. Hey Lilo, ich bin vom Studium zurück. Lass mal die Tüte Gras. Oh, wow. Otto. Alter, die Raffalos, die sieht ja mal richtig cool aus, die Panzerung. Die Raffeln. Oh ja, das ist edgelordig. I need that. Raspeln. All you need is porn. Need is porn. Ich hab den Korn gemacht und so. Oh, shit. Danke, Nana. Ich hab den Korn gemacht. Shit, ich hab kein Geld mehr. Das kostet ja auch noch Geld. Geht ja gar nicht. Nani, the fuck? Ich dachte, wir sind eine Gilde und dann wollen die auch noch Geld von mir. Nani? Gilde. Nana, the fuck? Nana, the fuck? Nani? Fuck? Ich hab einen französischen Titel. The fuck? Nani? Nani, the fuck? Oh lol. Nicht genug Kohle. Muss ich ein bisschen Geld wohl. Muss ich mal ein bisschen an Cash rankommen, ne? Not enough Cash, Stranger. Zeug verkaufen. Ja, gut, Zeug. Ich könnte alte Ausrüstung verkaufen. Stranger. Verkauf die Oma an der Straße. Verkauf die Oma an der Straße! What are you buying? What are you talking about? Muss Oma gut sagen. What are you selling? Oh, Cheesecake. Okay, war das gerade deine englische Aussprache, die so voll daneben war? Ja, weil ich was am Essen bin, ich weiß. What are you buying? Ja, okay, wenn man den Mund voll hat, dann ist es auch ein bisschen schwer. What are you buying? What are you selling? Ich dachte, sie redet Französisch. Parlez-vous Pommes frites? Oui, monsieur, und so. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, hat Nana das mexikanische Trolllied eigentlich schon gesehen? Das Mexika... Was? Das habe ich Shadow vor einer Woche oder so gezeigt. Ja, na, nicht ganz eine Woche. Es war vor ein paar Tagen, wo ich Skyrim gespielt habe danach. Ja, letzter Samstag. Oh, das geht ja sogar noch. Das musst du dir anhören. Das ist wahrscheinlich genau dein Lied. Das ist genau dein Lied. Salsa Tequila, echt jetzt? Auf ein Level von 1 bis 10, wie hart ist es, Kalito? 9. Nice. Gib her. Und dann? Vor allen Dingen, es ist kein Text drin. Es ist einfach nur jemand, der spanische Begriffe um sich wirft. Kann man nicht. Bleib mal her, ich will versuchen zu verstehen. Kann ich nicht auch ja, erst was noch verkaufen? Ich stell mich mal kurz stumm, ich hab laut. Oh, sketchy. Ja, Monsterzeugs bringt Cash, ich weiß, aber ich brauch das Monsterzeugs leider auch, um anderes Monsterzeugs herzustellen. That's my problem. Oh Gott, das ist das Lied, das kenne ich sogar. Da brauche ich schlicht mal gar keinen Knochen für. Tequila, also, kann man hören, muss man aber nicht. Ist es gut. Doch, das ist mega catchy, Alter. Hört normalerweise Metal und auch eigentlich hauptsächlich nur Metal. Also das, was du in den letzten Tagen so vor dich hingesummt hast, das war Green Day. Das war kein Metal. Ich werde versuchen, hier Monster Hunter World hochzuladen, aber ich kann nichts versprechen. Oh, ich muss mich kurz muten, ich muss das Lied auf laut hören. Tut mir leid. Problem ist, it's Capcom. Und Capcom denkt sich gerne, well, fuck you. Hallo. Warte mal, konnte ich bei dir nicht? Bist du eigentlich noch in einem Netzwerk? Hä? Ich bin noch in einem Netzwerk, ja. Aber... das hat ja heutzutage leider nicht mehr viel zu bedeuten.
Ich verkaufe mal meine alte Lederausrüstung hier. Ah, also verkaufst du deine Lederhose? Die auch. Generell meine alte Ausrüstung, wo ich nicht mehr benutze. Ich glaube, ich verkaufe auch erstmal den Dudelsack. Weil ich nicht glaube, dass ich den erstmal benutzen werde. Aber du kannst mit deinem Sack dudeln. Ich finde es nur gerade schön, dass hier tatsächlich angezeigt wird, was du trägst und was nicht. Das können wir verkaufen, das brauche ich nicht mehr. Die brauche ich nicht mehr. Ich habe den ganzen Tanz dafür. Kapaloris. Kapaloris. Ich sitze hier wie so ein dickes Kapaloris auf meinem Stuhl und freue mich. Salsa Tequila. Salsa Tequila Corazon. Alles ist so dumm. Mucho uy bueno. Wir müssen die Lyrics lernen. Richtig schwer. Oh, na, lass mal eine Workout-Playlist machen, dann packen wir nur dieses Lied rein. Ja! Dann ist dein Char auf YouTube, dann wirst du berühmt. Ja, das würde voraussetzen, dass ich berühmt bin, damit du berühmt werden kannst dann. Damit deine Logik Sinn macht. Du bist berühmt, Shadow? Was? Was, berühmt? John Cena! Was, Shadow ist Fame? Ich hab ihn vorher schon gekannt. Meiner, meins. Confirm. Ist Mittwoch. Stimmt! Oh mein Gott! Oh, scheiße. Ist Mittwoch. Er gehört mir. Okay, oh, alles klar. Back off. Da machen sie natürlich, guys. Oh ja. Es ist Mittwoch. War klar, auf schwule Scheiße stehen sie. Ich feiere das einfach nur. Klingt mega lustig. Lustig. Ist voll lustig, voll Peter. Wir müssen uns den AfD-Tag einführen, einfach nur um die andere Reihe vom Stammtisch abzugreifen. Oh, dieser Schmerz. Nani! ich bin da mal weg, wie gesagt. Ja, wie gesagt, vielen Dank auch, dass du heute dabei warst und hier fürs Mitmachen und so. Jo. See you next time. Oh yeah, Schnaubetier. Ja, aber womit denn? Ich weiß nicht, was hast du gerade da? Okay. Wasserflasche. Okay, das ist okay. Wo ist Glas? So, Schrapnellen sind gegeben. Ich kann es nicht auf Raum, ey. Also, wie wenn ihr morgen weg seid, ne? Ich mache hier richtig Party. Oh. Ja, mach mal. Ja, das tue ich auch. Aber ich kann ja auch zusammen mit der Katzenparty machen. Und dann, also, du musst morgen... auf und schiebst doch die Katze. Pussyparty! Yay! Yeah. Moment, was? Also, yeah, was? I'm learning. Nana, du musst morgen für mich nochmal ein Paket annehmen. Was muss ich machen? Ein Paket annehmen, da ist mein Headset drin. Oh, Digga, was? Oh, Digga, was? Digga, was? Digga, Lan, Schwörbe. Dämonenpulver. Alter, klingt edgelordig. Okay, mit seinem Boss. Ich hoffe, wir werden das an der Tür. Werner. Die Leute kennen bereits Werner. Werner ist mein Lieblingspostbote. Das ist bester Mann. Bester Mann. Lieblingspostboten? Ja. Ja. Der Leben ist wirklich erfüllt von immerwährender Freude und Glückseligkeit. Ja. Und der kennt mich schon innen auswendig, weil ich so viel bestelle. Er sagt immer, ach, schon wieder Klamotten gekauft. Und ich sage, ja, und dann gibt er mir das. Und dann sagt er immer, ach, du wieder. Ach, du wieder. Ich habe ihm auch schon was zu Weihnachten geschenkt. Aber ja, das war's für heute generell. Es war's für diese Woche ja schon. Also ja, ich weiß, es ist Mittwoch und es klingt scheiße, wenn ich jetzt sage so, boah, Alter, das war der letzte Stream für diese Woche. Deal with it. Ist aber leider so. Weil ab morgen bin ich für das Wochenende weg und hab euch aber... Essen ist in der Mikrowelle, sprich Videos sind in der Mikrowelle, könnte man sagen. Ne, was das Salsa angeht. Und Tequila? Salsa und Tequila und Corazon.
Das nice. Alles. Ich hätte lieber 43er mit Milch gerade. Dem hernach, euch wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende. Ich nerv euch auf Twitter, wenn euch das ne, gefällt und all sowas. Euch noch einen schönen Abend noch und bis dahin. See ya, Leute. Tschüss.